Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bene. Und ich bin der Andi. Und zusammen sind wir Game Catering. Und Game heute Catering. Abend, Freunde, knallt's aber richtig. Finale German Community Summer Cup auf der Xbox. Heute zerfleischen sich OneUp Esports gegen und First Seven Esports. Das wird ein geiles richtig, Ding. Richtig auf die Fresse. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, das wird köstlich. Wir haben richtig Bock. Und ich glaube und hoffe, dass die Teams auch richtig Bock haben. Freunde der Sonne, lasst uns ordentlich hier Werbung für das Ding machen, weil ich glaube, hier fliegen heute richtig die Fetzen und dann wird das hier ein recht geiler Abend. Beide Teams haben mir hier in dem ganzen Cup gezeigt, was sie können. Beide Teams sind ziemlich gut durchgegangen. Ich glaube, die sind ebenbürtig. Wir werden es sehen, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall richtig ordentlich was auf die Schnüsse. Ja, hier sind die Lineups. Und so muss es auch sein. Wunderbar, ich kriege gerade die Lineups, das heißt, ihr kennt das, ich trage wieder ein. Ihr kriegt jetzt oben von mir die Bar eingeblendet, wunderbar. Da haben wir schon die beiden Teams. Und ich fange an, die Sets abzuschreiben. Bene hat sogar schon eingeladen, also heute geht das, glaube ich, alles recht gut voran. Die Leute haben auch Bock. Aber heute, vielen Dank, Raptor the Chief. Aber heute ist ja die Besonderheit, Best of Five. Ja, das heißt, das könnte heute ein bisschen dauern. Wir sind gespannt. Und wir werden hier mit Sicherheit ein richtig heißes Match sehen. Ja, wir hatten First Seven Esports schon mal im Cast und die haben ordentlich sich duelliert da mit dem Fünfer-Trupp, Minus-Trupp. Und OneUp, hat man mir gesagt, war eh generell schon so ein Turnierfavorit. Und ja, auch die Begegnungen haben gezeigt, dass sie sich da relativ souverän durchgesetzt haben. Sodass wir jetzt tierisch gespannt darauf sind, zu erfahren, wie stark OneUp Esports wirklich ist. Und ich denke, dass die Jungs von First Seven Esports heute genau der richtige Gegner sind, das rauszufinden. Das hast du sehr schön gesagt, muss ich sagen. Ja. Ich habe schon mal die erste Reihe durchgetippt, jetzt muss ich noch die zweite Reihe hier tippen. Die Frage ist, Freunde der Sonne, wie geht's denn euch? Hattet ihr einen schönen Sonntag? Ich muss ja sagen, ich hatte gestern einen sehr ereignisreichen Tag und dadurch bin ich heute ein klein wenig körperlich lediert. Das ist halt nun mal so. Aber wir haben gestern Room Escape gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber du bist eingeschlossen in einem Raum und musst Rätsel lösen und dann wieder da rauskommen. Und danach waren wir noch 2,5 Stunden Bowling spielen und lecker essen. Das hat an meinem kleinen, zarten Körper sehr gezerrt. Es klingt aber sehr gut, was du da gemacht hast. Also, ich hab Muskelkater. Das klingt sehr köstlich, was du da gestern veranstaltet hast. Ja, das war auch ein echt interessanter Tag. Man muss sagen, er veranstaltet hat, ich war da nicht dabei. Es klang ja so, als hätten wir das gemacht. Ach so, nee, ich nehme ja nicht mit. Bene mag mich einfach nicht, das ist einfach das Grundproblem. Sobald die Kamera aus ist, sind wir geschiedene Leute. Musste immer auf die Scheidung ansprechen. Ich lade die Stats. Ihr kennt es nicht anders von mir. Ich lade die Stats. Ich mache es. Ich glaube, der Name ist falsch. Jo, da passiert nichts. Dann gehe ich mal auf die anderen Namen zuerst. Du hast aber noch auf meine Bitte nicht reagiert. Ich kann immer noch nichts sehen. Was willst du denn sehen? Ich dachte, wir können diese Bildschirme so teilen. Ja, das. Aber das hat doch nicht funktioniert, ne? Da war doch was. Genau. Furchtbar. Müssen wir also noch einen Monitor besorgen? Geht es dann? Geht's dann? Also im neuen Büro kommt sowas auf jeden Fall. Also geht es dann? Im neuen Büro kommt sowas auf jeden Fall. Ah, vielen Dank, Vox ist da, wie auch immer. Vielen Dank für dein Follow. Wir danken auch den ganzen Followern, die kamen, als wir nicht online waren. Also mein Handy bimmelt dann immer, wenn eine E-Mail reinkommt. Das ist abgefahren und vielen Dank dafür. Also dafür geht auch alles raus. Wir mögen das. Muss ich sagen. gibt einem gutes Gefühl. Aber so, da ist er gerade drin gewesen, aber trotzdem kann. Ach hier, da ist kein E. Da haben sie mir falsch gegeben. Und ein Leerzeichen, das haben sie mir auch nicht geschrieben. Schweinebackenesen. Da musste ich ja auch ein bisschen. So, und auf einmal kriegt man auch geladen. Auf ja, einmal geht's. Halt rumschreien da jetzt. Es geht. Gleich mit dir. Es geht. Freunde, ich will sofort ein Poloshirt geschickt bekommen. Los, kein Problem. Kannst du ordern bei uns. Poloshirts sind wir gerade schon in der Verhandlung. Haben wir Bock drauf, auf jeden Fall. So, aber das Wichtigste habe ich vergessen. Bene, ich habe wirklich alles vorbereitet, aber das Wichtigste habe ich vergessen. Nicht geil angemacht. Das Licht ist nicht an. Aber erstmal begrüßen wir mal die ganzen Leute. Also, die Zucchini, grüße dich. I'm Alpha Male, Sniper Scream, Raptor, First Seven Rocky, Nicer Boy, Schneidermel, Voxel, Voxler, Cosmo. Dann hast du mich wieder rausgebracht.
Ja, das funktioniert so nicht. ja. Das Bugs. Nice, boy, danke Justin. Für dein Hosting. Leon muss nach Hause. Servus, mein Lieber. PKU Dalux, unser neuester Mod. Herzlich willkommen, mein Freund. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Dann ist Dead West am Stissel. Nicer Boy hostet uns. Once again, Dankeschön für dein Follow, mein Lieber. Also wir sind hyped, wir haben Bock, wir haben Spaß, wir sind total aufgeregt. Und ich bin gespannt, das gibt ein geiles Match. Wir können ja schon mal die Maps U-Bahn-Fahrer, auch dir, wunderschönen guten Abend. Wir können euch ja schon mal die Maps sagen. Die Maps, ja, sagen, hier. Genau. Und zwar haben wir in der First Map haben wir Chalet, dann gönnen wir uns ordentlich Grenze und dann gehen wir auf Oregon. Und wenn dann noch was offen sein soll, wenn dann noch nicht Fragen geklärt sind, dann gibt es nicht einen Decider, sondern zwei. Dann rutschen wir mal auf Küste und vielleicht noch auf Villa. Also das werden wir sehen, Freunde. Wir haben einen ganz, 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 ganz geilen Abend vor uns. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, denn es wird phänomenal, es wird legendär. Und wir hoffen, dass wir heute viele, viele krasse Sachen zu sehen bekommen, die wir dann später im Highlight-Video sehen. Und vielleicht du hast angekündigt, dass du das richtig heftig schnell online bringen willst. Habe ich das? Ist ja, das richtig? Ja. Also, so schnell wie es geht. YouTube ist da manchmal wirklich, also wenn man noch nicht, der Kanal noch nicht groß genug ist, ist YouTube leider echt ein Arsch. Also man wird echt nicht priorisiert, wenn es darum geht, die Videos, dass die bearbeitet werden. Das nervt ein bisschen. Also werden, meinst du? Ja, für das Spiel First Seven gegen den Fünfer-Trupp, das hat jetzt fast 1,5 Tage gedauert, bis es live gehen konnte. Echt? Ja. Ach komm. Und das ist leider sehr ärgerlich, weil ich glaube, bei Top-YouTubern passiert das nicht. Die gehen am selben Tag noch online. Wir sind noch kleine Mäuse. Heißt so viel wie, ihr könnt mit mal... Ausrufezeichen YouTube. Genau, ich mache das auch gerade für euch. Ihr könnt gerne mal auf unseren YouTube-Kanal gehen, einfach ein Abo da lassen, das unterstützt uns total. Achso, ich sollte natürlich, bevor wir damit anfangen, ohne den Chatbot ist halt nichts los. Ah, der ja. ist noch nicht angewiesen, sorry, nee. Den mache ich gerade an. Da muss man auch mal gönnen. Ja, der hat auch mal ein Päuschen verdient, weißt, der hat viel zu tun. Ich wollte gerade sagen, der arbeitet schon einiges. Der arbeitet eigentlich den ganzen Tag. Und da muss man auch manchmal sagen, jetzt kriegst du mal 5 Minuten Päuschen. Genau. Kleine Maus. Oh, U-Bahn-Fahrer, lecker, lecker Zocker-Abo, vielen Dank dafür. Für deine Unterstützung. Das herzlich ist willkommen. Groß und artig und köstlich, ja, und lecker und legendär. Ich kann dir sagen, aus Insider-Informationen kann ich dir sagen, dass ich sogar weiß, wer der U-Bahn-Fahrer ist. Und ich kann dir sagen, dass wir von dem, jetzt vielleicht nicht in dem Namen, aber noch ganz, ganz viel hier auf dieser Plattform und in diesem Cup hören werden. Das klingt und, gut. Da kommt einiges auf euch zu, Freunde. Ich sag nur, lecker, lecker, King. Ah. Mehr mache ich dazu erstmal gar nicht. Ja, aber ihr werdet sehen, da ist passiert im Hintergrund einiges. Und vielen Dank dafür. Es wird in Kürze was ganz, ganz Cooles für euch bereitstehen. Ihr könnt es dann nutzen. Und ja, wir warten dann noch. Ja, du hast schon Spaß ich, damit. Ich verstehe es schon. Sehr gut. Ja, also, und es gibt heute auf jeden Fall auch noch andere Ankündigungen. Und zwar sieht es nämlich bei uns aktuell so aus. Und das finden wir, also vielen Dank dafür. Wir haben 1953 Follower. Wir kratzen gerade, uns fehlen noch 47 Follower, bis wir an den 2000 kratzen. Und ich habe mit dem Bene das nicht abgesprochen, mir ist es aber auch egal, was der Bene darüber denkt, deswegen sage ich das einfach. Also es sieht so aus, wenn wir die 2000 Follower heute knacken, nicht aus. Nein, wenn wir die 2000 Follower heute knacken, dann gibt es zusätzlich zu den Preisen, die wir heute verlosen, noch einen 25€ Gutschein eurer Wahl obendrauf. Wenn wir die 2050 knacken, noch einen, und bei 2100 noch einen. Also, wenn ihr Bock habt, haut mal hier richtig Werbung raus. Wir sehen schon 65 Zuschauer. Also, ihr habt's verstanden, das ist ein Finale, das gibt es so schnell nicht wieder. Es wird richtig geil und ihr habt's genau verstanden, das freut uns sehr. Aber haut noch richtig, richtig was raus. Wir wollen hier noch sehr viele Follows sehen. Wir wollen hier sehr viele Zuschauer sehen. Wir werden vielen Dank für die ganzen Hostings, das ist saugeil. Also, jetzt wir werden, für mich. Wir werden sehr, sehr viele Giveaways raushauen. Aber für den Bene gerade nochmal. Wenn wir die 2000 Follower knacken, hauen wir einen 25€ Gutschein 25, raus. Amazon, PSN, Xbox, wie ihr wollt. Ja. Wenn wir die 2050 knacken, gibt es noch einen 25€ Gutschein. Also reden wir schon von 50€, aber zwei getrennte sind das dann. Okay. Und wenn wir die 2100 knacken sollten, also heute knapp 150 Follower, dann gibt es noch einen 25€ Gutschein obendrauf. So, und muss hier, los. Die ganzen Hostings haben es verstanden. Muss los, Bruder. Nö, wo kann ich Follow drücken? Wo kann ich Follow drücken? Und ihr müsst auch nichts dafür machen. Ihr müsst einfach nur hier im Chat sein. Wir gehen gleich dann auch raus mit dem Giveaway, mit demselben Giveaway, wo wir rausgehen. Könnt ihr dann auch an den Gutschein-Gewinnspielen teilnehmen. Das kann ich im Grunde auch gerade schon starten, weil die Teams sind aktuell, die sammeln sich noch. Das heißt, wir haben hier noch einen kurzen Moment. Und ich würde sagen, der Gutschein ist... Ach, wir machen's mal so. Und
Ja, hier ist gerade ausgegangen. So, Gewinnspiele heute nenne ich es einfach mal. Jeder kann daran teilnehmen. Und zwar sieht es so aus. Ihr müsst einfach nur im Chat Hashtag GameCatering eingeben. Hashtag GameCatering. Das ganze Giveaway starte ich jetzt. Bei euch ist es dann also in 3 Minuten, kriegt ihr es von uns mit. Mündlich. Ihr seht es aber jetzt schon hier unten im Chat. Ja, geil. Also, es gehen auf jeden Fall heute AA-Shocks raus für die Xbox, das weiß ich. Ich glaube, wir haben aber noch Kleinigkeiten da hinten in unserer Kruspelbox. Ja, da kann man auch mal gucken. Wo der Bene gleich mal reinguckt. Ey, natürlich. Da unten der Pfeil ist das. Mr. Noli bekommt natürlich den Mod hierfür. Vielen Dank, Mr. Noli. Du bist gerade vor 3 Minuten, wenn du es hörst, befördert worden. Und der Bene guckt mal in unsere kleine Box mit dem Gewinnspiel. Vielen Dank für die ganzen Follows und für die Hostings. Ihr seid der Hammer. Also heute hauen wir ordentlich, oder was sagst du? Heute hauen wir ordentlich und noch ordentlicher, wenn es hier richtig rund geht. Also was wir nämlich auch noch als Gewinnspiel haben. Hier, immer wieder gut und immer wieder geil. Ach, hier ist ein zweites dran. So, einmal so. Ich halte es mal hoch. Schlüsselbänder, die auch Platz 3 gewonnen hat. Und aber zwar halt nicht hier. Mit unserem Namen, ne? Ich versuch's hier irgendwie so. Ihr seht, so köstlich und Game Catering. Platz 3 hat aber nicht mit unserem Namen das gewonnen, sondern Platz 3 kann beide Seiten selber bestimmen, wie sie bedruckt werden mit ihrem Teamnamen. Das hauen wir raus. Gibt's hier noch mit. Ja, dasselbe Band haben wir natürlich auch noch mit Game Catering und We Have a Game. Unser Lieblingsspruch. Wir haben hier noch Festivalbändchen. Die gehen heute bestimmt auch raus. Wir haben ganz viele Gummibärchen. Vielen Dank an Horst Hemd, Gewerbetechnik nochmal dafür. Haben wir ein paar A-Shocks vielleicht noch? Oh ja. Aber ihr müsst, wenn wir das Ganze ziehen, müsst ihr noch da sein. Und wir ziehen das Ganze heute nach dem Match, nach dem Finale. Und es ist ein Best of 5, also es geht lange. Aber danach ziehen wir die Gewinner. Und die Gewinner müssen uns dann auch in kurzer Zeit antworten. Ansonsten ziehen wir einen neuen Gewinner. So. Da, Luke, vielen Dank. Du hast genau richtig gemacht. Wollen wir mal, ja, langsam, ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Hashtag Game Catering. Damit nehmt ihr an allen Gewinnspielen heute teil. Jeder kann einmal dran teilnehmen. Einfach Hashtag Game Catering eingeben. Macht viel Werbung für den Stream. Und ich würde sagen, wir gehen in die Mannschaftsaufstellung. German Community Summer Cup auf der Xbox. Es geht los. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen Sie heute zum Finale des German Community Summer Cups auf der Xbox und wir haben heute 2 wunderbare Teams hier. Das Finale? Das Finale. Wir haben so viele geile Matches gesehen, die hätten alle Finale sein können, aber heute, jetzt ist es Finale. Ja, okay. Genau. Und zwar betteln sich heute bis aufs Blut, bis auf das letzte trockene T-Shirt. First 7. Muss ich kurz unterbrechen. Conny braucht noch einen kurzen Moment. Er ist kacken. Weil TikTok genau ein Spieler. Entschuldigung. Das musste raus. Der Typ. Der macht mir jetzt zum zweiten Mal mein Intro. Ja, aber du musst sagen, das war verdient. Ladies and Gentlemen! Gentlemen! Ich hasse den Andi! Wir begrüßen euch, liebe Leute, wir begrüßen euch heute zu einem absoluten Leckerbissen Rainbow Six Siege auf der Xbox. Heute Finale des German Community Summer Cup. Und es betteln sich keine geringeren als First 7 Esports und 1UP Esports. Abgefahren. Und ich werde euch heute jetzt die Jungs von First 7 Esports vorstellen und Andi wird euch wie gewohnt das zweite Team, und zwar das Team von 1UP Esports, vorstellen. Und alleine, wenn ihr nur diesen Überblick seht, den wir jetzt schon sehen, dann wisst ihr genau, was hier gleich passiert, und zwar geht's hier richtig ab. Aber First 7 Esports schickt heute folgende 5 Spieler ins Rennen. Bycrazy, Level 251, KD von 1,03, Winrate von 76,67%. Dann Kiryu, Level 210, KD-Rate von 1,06, Winrate von 88,89%. Dann haben wir den Gerti, Level 100,
92 KD von 0,96, Winrate von 77,78%. Kanak Gaming Level 231, KD-Rate von 1,31, Winrate von 94,12%, Freunde. Und dann haben wir Lyrical Level 260, KD-Rate von 1,52 und einer Winrate von 76%. Andi, wer ist der Gegner von den Jungs? Der Gegner ist niemand anderes als OneUp Esports. Und zwar schicken die ins Rennen. Das ist Sniporix mit einem Level von 364, KD-Rate 1,82 und Winrate von 68,57%. Dann kommt der Venom mit einem Level von 256, KD-Rate 1,67 und einer Winrate von 68%. Der Konyi ist der nächste mit einem Level 297, KD-Rate 1,26 und Winrate von 68,87%. Dean. Level 256, KD-Rate 1,28 und Winrate von 73,04%. Und zum Schluss kommt ein Name. Kannst du mir helfen, wie wir den aussprechen sollen? Krimsky. 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 Komm schon, mach's. Krimsy? Krimsy? Krimsy. Mit einem Level von 238, KD-Rate von 1,35 und Winrate von 67,59%. Es wäre sehr nett, wenn uns vielleicht jemand sagen könnte, wie man das am besten ausspricht, den letzten Spieler da. Crimesy werden wir mal ausprobieren, aber es könnte auch ein anderer Name sein. Aber insgesamt geht OneUp mit einer KD-Rate von 1,48 und einer Winrate von 69,21% ins Spiel. Das kann ich auch. First Seven Esports klatscht sich zusammen mit 1,18 und klatscht überall im Rang rum mit einer Winrate von 82,69%, Freunde. Also, ich will ja nicht sagen, dass das hier gleich geil wird, aber Freunde, es wird gleich geil. Meinst du, es gibt gleich richtig auf die Schnüss? Es wird geil. Und wir danken jetzt schon. Das Spiel hat nicht angefangen. Wir haben hier 88 Zuschauer, Freunde. Das ist geil. Pass auf, wir machen's. Wir machen noch was. Also, wir haben ja einen Zuschauerrekord, den wir aktuell hatten, ne? Bei einem Cup. Was waren das? 126. Freunde, das ist heftig. 126. Wenn wir das heute knacken, das wäre oberheftig, Alter. 126. Und wir haben jetzt schon 88, haben wir gar nicht angefangen. Also wir haben ja noch die Hände frei. Ja, wir labern dummen Müll gerade. Es kommen aber langsam Häkchen rein. Jetzt ist aber ein Spieler raus, und zwar aus dem blauen Team, heißt von First Seven Esports. Vielleicht muss der auch noch mal auf Klo, weil es geht um einen 5-Mapper. Der kann man vielleicht so schnell nicht dahin latschen. Aber es wird auf jeden Fall kleine Verschnaufpäuschen geben zwischen den Maps. Oder wenn Ubisoft es nicht anders will, auch wenn wir rausfliegen. Aber wisst ihr es nicht. Es sind alle Spieler wieder da. Wir warten jetzt auf die Häkchen. Wenn die Häkchen drin sind, dann legen wir los. Wir legen los mit Chalet dann. Also, Freunde, Map, jeder wollte, nee, die kannst du nicht mit reinnehmen. Chalet ist doof. Zack, das ist gerade die erste Map, die wir heute sehen, gewählt. Geil. Muss man gönnen, ja, muss man auch mal gönnen. Ich habe eben eine Runde mit Speedy hier im Rang gespielt. Haben wir auch Chalet gespielt. Haben wir zwar verloren, aber geil. Aber trotzdem geil. Siehst du, es fehlen jetzt noch genau vier Häkchen. Vier Häkchen, mach die Häkchen rein, dann kann's auch losgehen. Dann geht's los. German Community Cup auf der Xbox ins Finale. Ja, geht um 25 €. Wir haben ja hier den ersten Cup jetzt gemacht ohne eine Anmeldegebühr. Der nächste Cup, und da werden wir euch auch nochmal fragen, aber ich stelle die Frage gerade schon mal hier einfach in dem Chat. Wir haben beim PlayStation Cup sind wir gestartet, den ersten Cup mit 20 € Anmeldegebühr pro Team. Dadurch konnten wir aber auch knapp 500 € Preisgelder raushauen. Das war der Knaller. Daher die Frage an euch. Wie sieht's aus? 20 € oder 25 € Anmeldegebühr für die Teams beim nächsten German Community Cup. Wärt ihr dabei oder wärt ihr es nicht? Denn eine PlayStation, da ist es immer kostenpflichtig. Genau. Und die nehmen es gut sogar an. Mittlerweile bei der PlayStation 25. Haben ja, die nehmen es gut an, und dabei gibt es halt richtig geile Preisgelder. Da hauen wir halt 300 € an den ersten Platz raus oder 350 € an den ersten Platz. Das ist doch einfach geil. Schreibt doch bitte mal hier in den Chat, was ihr davon haltet. Das würde ich gerne mal wissen. Wenn ihr es alle blöd findet, dann machen wir es weiter ohne Anmeldegebühr, aber dann gibt es halt auch eher kleines Preisgeld, oder wenn ein cooler Sponsor dazu kommt, dann vielleicht noch mal ein bisschen was Größeres, aber ja. Oder eine Butterbirne. Ja, Butterbrot, aber das ist im Versand meistens ein bisschen eklig, aber das können wir schon machen. Ja, aber wenn wir es hier wegschicken, geht's noch. Das ist erst scheiße, wenn es ankommt. Je nachdem wo. Das stimmt. Also unser Problem ist nicht. Aber Freunde! So. Hier, und ich meine, wir können es ja versichert verschicken, dann ist vielleicht das Problem von der Post. Und dann könntest du theoretisch noch hingehen, könntest das wieder eingehen oder richtig Kohle machen. Ja, ihr habt, das ist verschimmelt bei euch, Schweine. Ja, das geht gar nicht, ich hab's lange gebraucht. Ja. Hab ich extra express gemacht. Es fehlt noch genau ein das Haken. Das V wie ein U aussprechen. Das V wie ein U aussprechen. Also, wo war er hier? Der Daumen. Crumsy. Dann nennen wir ihn Crumsy. Alles klar. Vielen Dank, Crumsy. Ach, Crumsy schreibt es auch selber. Dadurch, das ist richtig gut. Bene, es geht los. Los geht's. Wie ich final.
So! 101 Zuschauer, Bene. Das ist heftig. Das ist heftig. Aber jetzt ist auch Folgendes, Leute. Jetzt ist nämlich hier Game Time. Und jetzt knallt's hier richtig. Hier knallt's jetzt auf 5 Maps. First 7 Esports gegen 1UP Esports. Let's go! Bandheim. Blitz. Was sagst du? Ja, Mira. Gut, Blitz auf jeden. Line und Blitz. Line, Blitz, dann geht Echo raus und Mira. Oder Echo und Lee. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir haben einen 3-Minuten-Delay, das heißt, ihr schreibt, wir antworten teilweise, weil wir natürlich jetzt auch durch das Spiel fokussiert sind, dass wir das nicht hinkriegen. Aber wir haben Mods da, die werden euch versuchen zu helfen in jeglicher Art und Weise. Falls es die Möglichkeit gibt, da irgendwie, dass wir irgendwo was machen müssen, dann sagt Bescheid. So, Virtual ist raus. Line und Virtual. Also Blitz ist hier mit am Stissel. Ich bin gespannt. Ying ist auch weg. Und Echo war richtig. Ich hab schon ne? Aber Ying und Virtual haben wir jetzt haben wir ja, nicht gedacht. Ja, Ying könnte ich verstehen. Ich bin ja einfach mal gespannt. Also das ist einfach ein Match, Freunde. Das scheppert rein. Ja, wir haben hier Kiryu, Gerti, Lyrical, Carnage Gaming, Crazy, Dean, Venom, Crumzy, Sniperix und Konji. Bin so gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. So, wir gehen in die Garage und schauen mal, was die Ladies und Gentlemen sich hier jetzt haben einfallen lassen, um sich den Titel German Community Cup Sieger auf der Xbox zu sichern. Das klingt ziemlich also, gut, wie du das sagst. Die Jungs von 1UP in der Defense und danach schauen wir mal, was hier abgeht. Also, das Ding läuft, Freunde. Ab jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Er freut sich auch schon. Einfach, ah, es geht los. Also, zuerst haben wir im Angriff First 7 Esports, in der Verteidigung 1UP Esports. Korrekt. Ja, sie haben hier den Bandit mitgenommen. Sie werden auf jeden Fall versuchen, Active Bandit zu spielen, die Garage, das Garagentor zuzulassen. Ich bin mal gespannt, ob sie das hinkriegen, beziehungsweise ob vielleicht auch First 7 gar nicht den Weg wählt und sagt, komm, Garagentor, das wird nichts. Wir gehen woanders hin. Aber ich, ja, wir gucken uns das mal an. Ich hab auf jeden Fall richtig Bock. Und let's go. Up in the attack. Wir sind in Gerti. Und hier gibt's erstmal Prediction Shots. Gucken mal oben rein. Beziehungsweise wir schauen uns mal an, wie die Jungs hier aufgeteilt sind von 1UP. Einfach, dass wir hier mal einen Überblick haben. Wir haben auf jeden Fall hier 4 Mann on spot und haben einen. Aber trotzdem der schön Grumpy verteilt zumindest. Ist also hier oben noch in der Küche. Jeder hat so seinen Punkt, das hat man ja, schon ja, gesehen. Genau. Die waren schon genau bereit, die warten schon. Ja. Ja, Crumzy ist aber auch wieder runtergelaufen. Das heißt, sie spielen das eher defensiv, die Jungs von 1UP, würde ich sagen. Und hier wird auch ordentlich schon gedroht von den Jungs von First 7 Esports. Ja, die haben auch oben schon jetzt den Bereich hier eingenommen. Da ist auch keine Gegenwehr zu erwarten, weil die Jungs von 1UP einfach unten auf sie warten. Und da knallt es dann. Beziehungsweise Crumzy ist so ein kleiner Schlingel, der ist nochmal hochrotiert. Gucken mal, ob er hier gleich vielleicht den ersten Kontakt des Matches hat. Und hat er auch. Und kippt da schön raus. Die Ash kann aber nochmal nachziehen. Und Crumzy ist platt. Crumzy ist platt. First Gaming beginnt das Spiel. Gut, dass wir den Namen jetzt gelernt haben. Ah. First Track. Aber so ist es. Lol, ja. So, also. 1UP mit 4 Leuten am Schlüssel. Wir gucken mal. Stehen sie immer noch unten drin? Ja, sind noch 3 unten. Und Kony ist rüber rotiert in die Garage. Okay. Jetzt von oben und überall gearbeitet gleich. Es wird noch ordentlich gedroht. Also das ist ein sauberes Spiel. Alter! Oh, vielen Dank dafür, schön. Raptor. Du hättest das natürlich gerne behalten dürfen. Ich muss sagen, ich habe das gestern bei beiden gemacht. Aber vielen Dank fürs Zurückschicken. Liebe geht da raus. Oh, Carnage Gaming mit dem zweiten Kill hier gegen 1UP. 5-3, Freunde. Oh, hier kann er auch schon was ziehen. Gerti packt sich Sniforex weg. 5-2. Freunde, hier die Jungs von First 7 Esport legen los wie die Feuerwehr. Kony jetzt mit dem Refrag gegen Carnage. Carnage ist raus.
Koni droppt. Da kriegt er ordentlich. Er kann wieder einen down. Schön doch. Lyrical ist weg. 3-2. Kann er es auch noch ziehen? Oh, Venom packt sich fertig. 2-2. Oh, das Schöne ist. Guck mal, der ist. Aber gerade. Guck mal, hier ganz, ganz enges Spiel hier. Koni schiebt nochmal um. Noch 30 Sekunden. Ja, hier wird geplättet. Kiryu sagt einfach, komm, mach dir mal, ich zieh das Ding hier erstmal durch. Und der Plant ist durchgegangen, Freunde. Krass. Koni versucht's von oben jetzt. Haben sie gut gemacht. Ist die Frage, kann er sich da irgendwo einen kleinen Winkel erhaschen? Weil die Jungs von First Seven haben sich jetzt platziert, die warten. Der Drop könnte gut gewesen sein. Oh, da kriegt er direkt Feuerquest. Aber er hat nicht... Koni! Ah, Kiryu packt den Tracer. Aber Koni ist auch injured. 1-1 jetzt. Pumpe gegen die Ibala und die Ibala macht das Ding. Kiryu macht die erste Runde fit für First Seven Esports. Hol der aus der Sehens halt seinen eigenen. Das hätte ich gern gesehen, aber wahrscheinlich, der hat genau durch den durchgeschossen, ne? Hol der erstmal seinen eigenen, hol den anderen aber. 1-0 First Seven, Freunde. Das beginnt doch schon mal gut. Da geht's richtig was ab. Wenn das Spiel so bleibt, dann weiß ich nicht, wo der Frosch die Locken hat. Zeig ich dir später. Jetzt hätte ich was gespuckt. Ich spuck niemals irgendwo dahin. Du auch gerade hinterher. Ja, ja, ist gut, du Wasser, dann machst du es wieder sauber. Weil ich ja nicht wieder Quatsch im Kopf habe, ja? geiler Scheiß. Geiler Kitchen Scheiß. Kitchen Trophy Room gucken wir uns als nächstes an. Also, OneUp sagt, nee, zweimal Garage wollen wir nicht. Wir picken die Küche und probieren da unser Glück. Ich bin gespannt, aber was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, gefällt mir äußerst gut. Fällt von beiden gut. Teams. Und nochmal ganz kurz, wo wir gerade noch eine kurze Pause haben. Vielen Dank an Raptor the Chief und vielen Dank an Dark Genius für die geilen Casts, die ihr auch gemacht habt. Ja. Ihr habt uns hier komplett unterstützt und ohne euch wäre, glaube ich, dieser Xbox Cup wahrscheinlich gar nicht erst ins Leben gerufen. Hätte wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Danke nochmal daraus, wirklich. Unterstützt die beiden, die sind top. Okay. Weiter geht's. Jetzt schon außer Atem. Eine Runde rum. Jetzt schon außer Atem. Fünf Maps. Alter. Genau das wollte ich auch sagen. Wenn die das so durchziehen, jetzt fünf oder drei, vier Maps lang, dann habe ich keine Stimme mehr. Gut, OneUp geht vor. Die brauche ich nicht mehr auf die Arbeit. Dauert drei Maps, genau. Ich bin morgen krank. Ey, sorry, Chef, ich kann nicht kommen. Warum? Nee. Geht nicht. Ich hab aber guck bitte auch kein Twitch und kein YouTube, bitte. Auch nicht bei mir auf Facebook, bitte. Ich muss los. Genau. 112 Zuschauer. Prost an alle. Vielen Dank, dass ihr da seid. Prost an alle. Ja, ich hab doch gerade hier. Ich weiß. Support Sky Mord, lasst gerne mal ein Follow da. Auf unserem YouTube-Kanal gerne mal ein Abo da. Da brauchen wir noch ganz viel Unterstützung. Ja, Facebook darf Instagram, natürlich auch nicht Twitter, vergessen werden. Überall könnt ihr hier Gatekeeping. Ich poste gerade mal die ganzen Links hier im Chat für euch. Wir freuen uns sehr. Captain Easy ist da. Einmal Alpha Mail ist auch da. Unsere Mods sind komplett da und halten den Chat sauber. Vielen Dank dafür. Andera, auch ein bisschen gehen da raus. Dankeschön für dein Hosting. Boah, wie schön die Drohne. Immer rein in die Olga oder wie, ne? Weißt du was? Sie versuchen es ganz sauber zu spielen. Ja, sie haben einen Entry-Punkt, den wählen sie sich. Und dann drohen der eine vor und der andere zieht dann schön nach. Also das passt ganz gut aktuell, was First Seven da spielt. Ich bin nur gespannt, inwieweit gleich OneUp sagt, Moment mal. Ich breche mal ganz kurz dazwischen. Wir haben 126 Zuschauer. Wir haben jetzt genau den Peak, den wir einmal hatten. Wisst ihr was? Ich hau gerade noch einen raus. Wenn wir die 126 Zuschauer knacken und das über 5 Minuten, was gerade sehr gut danach aussieht, da hauen wir noch einen 25-Euro-Gutschein oben drauf. Also wir können heute 4 25-Euro-Gutscheine klar machen. Einmal die 126 knacken, wo wir kurz davor sind. Das zweite, 2000 Follower knacken. Den dritten bei 2050 Follower knacken und den vierten bei 2100. Legt euch ins Zeug, haut rein, vielen Dank. Atme, Bruder, atme! Und vergesst nicht unser Gewinnspiel, Hashtag GameCatering, einfach teilnehmen, oh. Follow da lassen. Und C4 könnt ihr gewinnen. Geht aber ins Leere. Oh, schön Gerti da gegen Dean. 5-4. First, First Seven legt wieder vor. First Seven holt den First Kill. Oh, da ist der nächste, kommt der nach. Warum, warum? Oh, nö! Wird aber geholt. Venom holt sich aber trotzdem. 4-4. Oh, ist aber trotzdem raus. Wird aber geholt von Kanash. Ah, das sieht gut aus, was die hier spielen, Freunde. Das ist auf beiden Seiten stark. Und der Jäger kassiert was gegen Headshot. Kiryu. Oh, das sieht aber gut aus für First Seven. 4-2. Die legen gut vor. Wieder gearbeitet werden. Die legen gerade richtig gut vor. Der kriegt richtig Druck da, der Kollege. Oh. Das ist spannend, Alter. Ah,
Ah, er ist auch da. Und der Puls ist auch platt, Freunde. Das sieht gut aus für First Seven in dieser Runde. Und jetzt ist es Sniporix holt sich crazy. Er muss aber auch jetzt klatschen. Er muss alle wegprügeln. Ja, sie müssen erst noch blenden. Aber gut, zu dritt hast du da... Oh, da kommt er aggressiv raus und geht ihn. Das war's aber auch hier schon wieder. First Seven. Danke euch dafür, Max, wie geil. First Seven Esports. 2-0, Freunde, in Front gegen 1UP. Geiler Scheiß. Also das spielen sie aktuell gut. Das spielen sie solide, das spielen sie ausgeräumt. Alter. Also das ist stark. Und jetzt muss langsam 1UP sich überlegen, okay. Das haben sie sich auch anders vorgestellt wahrscheinlich. Ne? Ganz klare Geschichte. Aber das Ding ist hier noch bei langem nicht gelaufen. Ja, also da geht noch einiges. Alter Schwede. Aber First Seven... Stali! First Seven geht gerade... Oh, Staffel aus! Hallihallo! First Seven geht gerade hart nach vorne. Ja, ich spiele es gut. Also muss ich schon sagen. Wir hatten sie ja schon mal gegen 5er Turbinos-Trupp hier. Das war, glaube ich, erste Runde. Das war schon ein heftiges Battle, was ich da gesehen habe. Das war ein ganz heftiges Match. Also da sind auch zwei Riesen aufeinander getroffen. Das war richtig schön. Heftig. Also ich bin gespannt und bin total hyped auf dieses Match. Ich habe richtig Bock. Und bisher haben wir auch zwei geile Runden gesehen. Also hier ist nichts mit langsam und hin und her, sondern hier geht's voll in die Fresse. Und das ist geil. Nee, auf jeden Fall richtig gut. Das haben schon sehr viele geschrieben. 25 Euro und 20 Euro sind überhaupt kein Thema beim nächsten Xbox Cup. Dann machen wir das auch. Weil dann gibt's richtig geiles Preisgeld. Richtig geiles Preisgeld. So, und schreibt doch bitte gerade noch im Chat. Gibt die ganze Liebe raus für eure Teams. Schreibt im Chat, für welche Teams ihr seid. Macht Hashtag 1UP oder Hashtag F7 oder macht Hashtag Game Catering. Dann seid ihr am Gewinnspiel und habt noch gesagt, dass ihr Fuchs unterstützt. Siehst du, Fuchs, ne? Und schon ist alles gut. Also, haut Liebe raus. Andi und Bede, warum werde ich immer älter? Das ist leider das Leben. Das ist leider das Leben. Guck uns an. Älter werden ist auch nicht immer gut, wie man uns ansieht. Hey, was laberst du denn? Wir sind eigentlich noch ganz... Ah, nee, lassen wir es lieber sein. Du Schwein. Ich sehe voll jung und süß aus. Da hast du schon auf jeden Fall nicht recht. Keiner mag Züge, lass mich. So. Wir gucken mal. Also wir gehen wieder in die Kitchen und wir gucken mal, wie 1UP es jetzt spielt. Jetzt haben wir nur noch zwei Spieler on Spot. Also da scheinen sie jetzt mal ein bisschen was anders probieren zu wollen. Ja, wir haben hier zwei. Sniporix und Konji. Die machen sich jetzt hier oben erstmal ein bisschen breit. Versuchen da Zeit zu gewinnen, um den Druck da ein bisschen vom Team zu nehmen. Von unten, ja. Weil sonst wird es einfach, ist zu viel. Konji hier. Gut, da kommt aber keiner. Kriegt da auch keine Vision drauf. Sniper-Rex, sie überlassen ihn aber erstmal hier wieder das Schlafzimmer hier. Oh, da ist ein Elysian Trap, damit ist er verraten. Aber das ist wahrscheinlich okay erstmal. Und jetzt kommt gleich Gerti. Oh, der Snatch kann hier schon schön austeilen da. Und Conny packt aber crazy ein. So, danke Jenny für dein Follow. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass 1UP den Entry Frag macht. Und das ist wichtig für die Jungs. Oh. Sniper-X ist auch schon gut angehittet. Er hat nearly nothing. Aber er geht trotzdem nur raus, versucht da irgendwie. Naja, kriegt er leider keine Vision drauf. Kann er nicht. Muss er zurück. Und Konji kriegt jetzt auch da oben natürlich Druck, weil die Jungs wollen den da weg haben. Die wollen natürlich nicht, dass der da ewig hat, oder? Oder sie sagen, komm, lass den da oben machen und aim den da bitte einfach nur ab. Den Rest klären dann wir. Das wäre auch eine Option. Weil dann könnten sie hier nämlich in Ruhe arbeiten. Und genauso scheint es auch. Wir haben zwei Leute abgestellt, die nichts anderes machen, außer Konji abzuaimen, und Kanage macht ein bisschen Druck auf Konji. Und Kanage zieht ihn auch mit dem Headshot da. Und jetzt haben sie da oben freie Bahn. Jetzt können sie da arbeiten. Der Puls arbeitet allerdings auch, und zwar von unten. Der wartet nur, aber das C4 ist schon raus, das heißt, das hat er nicht mehr. Sniper-Rix noch. Will er da nochmal hochgehen oder lässt das bleiben? Guck mal da oben. Oh, Vision da von Venom. Kann verteilen, aber... Wie eng die Kisten hier sind, Leute. 40 Sekunden. Da ist die Ibana, da war der Kopf. Der wartet aber klug. Kann aber den Hit nicht setzen auf die Ibana. Oh, Venom kassiert böse. Also die Spieler von 1UP, ja, da sind sie in dem einen oder anderen Feuergefecht noch nicht erfolgreich gewesen, muss man sagen. Sniper-Rox, der hat halt nearly nothing. Der will wahrscheinlich trotzdem noch mal gucken, dass er da irgendwie flanken kann. So, Venom packt sich aber jetzt Gerti ein.
Und jetzt geht er rüber. Und jetzt sieht's gut aus für OneUp hier. 4 gegen 2. 4 gegen einen und das war's. Sniperix packt sich Kanash Gaming ein. Und damit steht's 2-1 an die. Und das beheißt, sagen wir. Jetzt, das heißt also, wir haben ein Spiel. Genau das ist es. We have a game. Ja, OneUp Esports ist angekommen und sagt Hallo. Und jetzt gehen da erstmal Küsschen raus. Ach du Gott, das war ein Texan geprügelt. Einer muss ja. Und zwei machen's. Horst Hemke, vielen Dank dafür. Horst Hemke hat uns hier auch wieder bei diesem Cup unterstützt. Der hat die ganzen Preise für Platz 3 gesponsert. Und er schreibt jetzt auch schon, dass er beim PC Cup natürlich auch wieder mit dabei sein wird. Und da freuen wir uns natürlich. Geiler Shit. 100.000 Euro, du hältst es für selbstverständlich. ...123 Zuschauer, die 126, schaffen wir doch! Wo siehst du das als? Ach, da! Guck mal, so um die Ecke. Naja, aber hier das ist, glaube ich, aktueller. Ah. Ha. Das lädt schneller als das oben in der Ecke. Ah. Habe ich ha. Zumindest manchmal das Gefühl. Verstehe. Ah, so! 2-1. Ich erschnüffel dich. Du hast eingekackt. Ihr erlebt bei uns immer so viel geilen Shit, also dranbleiben. Und wir sind so, leider. Shit, ja. Also, unsere Frauen finden es nicht so gut, wir finden es ganz lustig. Keine Ahnung, was ihm nicht zugehört. Ich weiß nicht, wovon du redest, ich mag Züge. So. Standardaufbau, würde ich sagen, aber hier erstmal nichts Besonderes. Jetzt bin ich aber gespannt, ob die Jungs von OneUp den Angriff besser verteidigen können als eben den, weil da... Vielen Dank dafür, großartig. Dieser behinderte Typ, der aussieht. Sieht fast aus wie Bully. Was ist wie du? Ja, danke. Oh, Ganache Gaming gegen Konji and Refract. Den wollte ich gerade anmelden. 5-4. Da war er schon tot. So schnell geht das manchmal. Ja, also die spielen das generell über die obere Etage und spielen sich dann runter. Also die Garage ist da jetzt erstmal gar nicht so im Fokus. Und das ist auch interessant und ich glaube, dass OneUp damit nicht unbedingt immer rechnet. Ja, weil ein Standardaufbau wäre, sich die Garage aufzumachen und da auch schon mal Druck für die Leute in der Zone da zu haben. Du kannst auch da einen richtig schönen Fahrstand machen. Jetzt sind sie alle hier reingeschoben. Schauen wir da hin. Also alle 4 Spieler quasi on spot. Jetzt gehen sie aber doch hier an die Garage. Aber dafür brauchen sie natürlich... Ja, da ist ja keiner. Ja, Crumzy... kann da jetzt gerade nicht hin. Die Wand wird also aufgehen. Und jetzt haben sie den Druckpunkt. Und jetzt müssen sie gucken, dass sie zeitgleich noch oben reinarbeiten. Crumzy packt sich aber Lyrical. Er spielt also sehr aggressiv, was er gut macht. Und geht dann direkt wieder weg. Oh, Sniperix! Gegen Kanash Gaming, aber Crazy gegen Sniperix. Oh, schon der Engel da. Von überall kommen sie jetzt angeflogen. Das spielen sie also schon variabel, das muss man sagen. Überall geht alles auf. Also du weißt im Endeffekt nicht, woher sie jetzt kommen. Und es schiebt wieder einer rum, aber da liegt der auf die Hügel. Da müssen sie eh hin. Attackers have recovered their diffuser. Attackers have located schön free feiern. Und Crazy jetzt hier auf den Main Stairs. Und da ist das Köpfchen, das kann er nur nicht sehen. Doch! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, ach du Scheiße! 3-1, also First 7 geht hier gerade ziemlich nach vorne. Ganz fieser, heftiger Frack da. Der wurde getrackt und hat sofort die Bombe kassiert. Aber Dean kann nachziehen. 2 gegen 1, beziehungsweise 1 gegen 1, weil der Kollege Gerti ja draußen liegt. Also ganz spannend jetzt. Der Diffuser liegt auch am Garagentor. Wir haben noch 19 Sekunden. Viel Zeit ist nicht mehr. Jetzt muss er gucken, dass er ihn irgendwo spottet. Am besten, ja, er wollte nur noch ein bisschen was abziehen. Er geht aber jetzt rein und versucht, das Ganze zu pushen.
Da ist er! Kann er ihn ziehen? Nein! Dean macht den Double Frag und gewinnt die Runde. 2-2. Ah, geiles Match, Freunde. Schönes hier Ding. Weißt du nie, was passiert. Das ist geil. Richtig geil gemacht. Ah, aber hier geiles Rainbow Six Siege. Wie auch einfach voll... Geil. Das macht einfach richtig Spaß. Daniel, vielen Dank für dein Follow. Ich krieg gar nicht mehr den Chat mit. Hier geht's so ab. Auch dieser Chat. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Also wenn was Wichtiges ist an unsere Mods, sagt's uns weiter. Wenn wir irgendwas Wichtiges, Schönes verpasst haben im Chat, schreibt uns an. At GameCatching, die Mädels passen sich da über die Jahre an. Ja, das stimmt wohl. Irgendwann haben sich einfach damit abgefunden. Oh, das ist wohl wahr. Jetzt wird hier mal der Glas ausgepackt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das scheint ja auch nochmal eine ganz andere Sache zu sein. Bar und Gaming Room sehen wir als nächstes. Und ja, ich kann hier nicht predikten, wer sich die nächste Runde holt, geschweige denn, wer die erste Map gewinnt, geschweige denn, wer das ganze Ding hier holt. First Step ist am Anfang immer sehr stark. Sie kriegen meistens auch die ersten Kills. Aber wie auch jetzt, One-Up, wenn es um 1-1 geht, machen sie das auch gerne mal. Wow, I'm Alpha Male. Vielen Dank für dein... Krulov, kleiner als 3. Kleiner als 3, glaube ich. Also, das ist das Herz. Ja. Geil. 3 Monate bist du schon mit am Start dabei. Vielen Dank dafür. Köstlich, Mensch. Kleiner als 3. Das ist natürlich geil vorgelesen. Das muss man was sagen. Das ist ein kleines Herz, dachte ich schon. Ne, kleiner als 3. Ganz fresh. Ich möchte es auch nur noch mal reinhauen, weil es geht bei uns einfach runter wie Buddha sozusagen. Wir sind Platz 1 der deutschen Charts von Rainbow Six. Und das, vielen Dank, das nur wegen euch. Ihr seid großartig. Finde ich köstlich. Das gefällt mir gut. Ja, das gefällt mir gut. Ja. Das ist was Feines, Mensch. Das ist köstlich. Köstlich. Alter. Hey, wirklich danke, vielen Dank schön. an alle, die hier gerade was raus. Wir machen damit was Gutes, versprochen. Ja, Drogen kommt. Nö. Mist, jetzt habe ich das, was ich leise sagen wollte, laut Pille, gesagt. Junge, das, was ich laut sagen wollte, Pille. Leise gesagt. Nein, die Spaß. Ist schon kaputt. Vielen lieben Dank für euren ganzen Support, Freunde. Das freut uns riesig. Wenn ihr euch freut, freuen wir uns doppelt mit. Und wenn ihr da irgendwie was raushaut, dann ist das für uns absolut nicht selbstverständlich. Und dafür danken wir euch von Herzen. Ja, der Andi hat zwar ein kleines, kümmerliches Herz, aber ich habe ein großes dafür. Ich habe kleiner 3. Du hast kleiner 4, Alter. Oh, guck mal da. Guck da nochmal. Besser nicht. Besser nicht. Guck da. Aber er bewegt sich zu viel. Ich glaube, er würde ihn nicht direkt kriegen. Aber gut, besser bewegen, als selber Goal zu werden. Ja, ja, aktuell ist die Situation einfach auch so crazy hier mit dem Entry-Frag gegen Crumsy. Die steht gut. Kiryu ist jetzt auch platt da. Venom gönnt ihn sich. Ja, sie spielen es aber straight von oben. Also sie machen es immer von oben. Also da ist anscheinend, ich meine, hier auf dem Spot musst du es auch oben clearen, sonst hast du halt einfach ein Problem. Das ist schon richtig. Aber ansonsten kannst du vielleicht auch mal echt durch einen harten Push... Oh, Konji, da mit einem geilen Headshot gegen Crazy, der ist damit raus. Ausgepusht. Übrigens wollte oder reingepusht. Vielleicht noch einer steht. Dean gegen Gerti. Jetzt scheint OneUp aber endgültig aufgewacht zu sein. Jetzt geht's ab. 2-4. Ah, jetzt stehen sie da ein bisschen. Die Jungs wissen nicht so genau. Was machen wir jetzt mit der Krieg von oben, Lack. Füßchen, über dir. Fuß. Oh, Kanasha gegen Venom. Und nochmal gegen Sniperix. 2-2, also das Ding ist wieder offen. Na, 1 gegen 1 sozusagen. So, und jetzt passiert. Ja, und da wartet er halt auf dich. Genau da wartet er halt auf dich. Er weiß es aber, er hat's gehört. Er hat's auch gepiept. Aber was willst du machen? Er muss ja. Er muss jetzt irgendwas tun. Ja. Dean! Schön durch die Treppe geholt. Hat sehr schön. Gewartet. 3-2 für OneUp. Und damit gehen wir in den Role Change. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie OneUp angreift. Und die Jungs von First 7 Esports verteidigen. Weil Angriff, das können sie, das haben wir gesehen.
auf jeden Fall. Aber jetzt schauen wir mal, wie die Muschi andersrum aussieht. Und da sind die Zuschauer geknappt. Also wenn das wirklich 5 Minuten lang so ist, dass die geknackt sind, die Zuschauerzahlen, 134 Zuschauer schreiben die schon. Ja, in Twitch stehen aktuellere Zahlen als hier. Der ruft das nicht so ab. Wirklich, also bei uns, da bubbert schon das Herz hier. Das tut echt gut. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin viel tief entspannt. Ich guck mal Puls. 3920. Ah, nee, das war die Uhrzeit. Achso, nee. Ey, Bene ist egal, Alter. Oh, super, Bene. Das hast du, bist ein ganz toller Dude. Ich feiere euren Support, Alter. Wirklich, echt geil. Das ist ganz großes Kino. Wir freuen uns, wir machen das ja auch hauptsächlich nur für euch. Für uns aus Fun und für euch. Dankeschön, Ironhide. Rock Ironhide. Finde ich auch. Spricht sich auch gut. Fragt uns nach einem Casting, das kann man gut aussprechen. Ironhide jetzt nach vorne, Ironhide hier jetzt um die Ecke und mit dem Headshot. Und DC Ravager ist auch dabei. Ravager. Vielen Dank. Ich bin der Bene und ich bin auch dabei. Hallo Bene, du magst Ziege. Oh! Dankeschön! Ihr seid so köstlich. Der ist auch geil, der kocht einfach. Pam! Der weiß einfach, sein Essen knallt. Du legst jetzt alles durch. Ja, aber ich hab Bock drauf. Du hast einfach Bock drauf, ne? Sind noch eine Aufbauphase, da können wir alles durch. Ja, das ist das Gute, Digga. Da also, ich mach das nächste Mal 100.000 Stück da drauf, dann kannst du einfach so ene, mene, mu, klick. Bene mag Emojis. Ich hab mich schon mal echt eine Handvoll geschickt, aber du hast noch keine Zeit gefunden, die einzubauen. Nee, das stimmt, aber dafür hab ich andere geile Scheiß gebaut. Ich weiß, aber die werden auch cool. Du weißt ja, ich brauch so einen eigenen Emoji-Button hier. Also, ich brauch so ein eigenes Ding. Es gibt so einen dicken Enter-Button. Den kannst du per USB an den Rechner anschließen. Da kannst du richtig draufschlagen, wenn du dich ärgerst und sowas. Ja, und da mache ich eine Funktion drauf, der seinen zufälligen Emote nimmt einfach. Da kannst du immer draufkloppen. Finde ich geil. Gekauft. Jetzt sieht man eine Bene immer BAM auf den Tisch schlagen. Ja, aber ich bin ja nie sauer, weil ich cast ja hier nur. Nee, aus Laune. Aus guter Laune auf den Tisch schlagen. So. Gute Laune! Und Feierei. Gute Laune! So, aber zurück zum Game. Wie sieht's hier aus? 3 On-Spot. Kiryu ist unten, Kanash packt sich Konji weg. Crazy hat aber auch schon ein bisschen was gefressen. Kanash kommt hoch, also die wollen sie da unter Druck setzen. Die wollen sie da nicht arbeiten lassen. Naja, gelogen, gerade runtergelaufen. Ja, one up. Hat das hier. Also die 5 Minuten sind durch. Der erste Gutschein ist erarbeitet. 25 Euro Gutschein allein dafür, dass ihr das geknackt habt. Ach Scheiße. Also bleibt bis zum Schluss dran. Nimmt mit Hashtag Game Catering an dem Gewinnspiel teil. Opa. Ausgelost wird nach dem Finale. Da holen wir alle. Oh, da liegt er. Da kriegt er ihn. Venom gegen Crazy. Aber er war schon angefressen, wie du eben gesagt hast. Ne? Der war nicht mehr viel. Ein kleines Bein. Hm. Ja. Da. Ui, das war echt ein Shot. Ja, siehst du auch. Ja, siehst du ja auch oben an seinem Leben. Der hat aber ja. Der Headshot, du bist eigentlich tot. Ja. War das Spiel. War vielleicht knapp Hals. Oh, Hand! Aber der ist schon tot. Guck doch mal dahin, aber wo du hingucken. Das ist kein Problem. Wir sind aber nicht mehr beim Fußball, da ist es erlaubt. Ja, Handspiel, du abpfiffst sofort. Genau, Schluss. Ja, eine Minute noch. Also die Zeit ist okay, das passt. Ordentlich Druck gemacht, Freunde. Da fliegen richtig die Fetzen. Und die Jungs von 7 Esports, die schieben und schieben und gucken, dass sie dann irgendwo in irgendwelche Visiere rennen. Ah, Dean gegen Kanash jetzt. 3-4. One-Up gerade noch ein Stückchen im Vorteil, wobei auch schon ziemlich angefragt. They call me Lay. Hey Lay, what's going on, bro? You're welcome. Hey, you're welcome. Venus Puls dauerhaft anzeigen beim nächsten Mal, das baue ich. Dafür braucht er nur ein anderes Gerät. Ich stell mir vor, mein Puls wegkommt. Ah, Kiryu gegen Dean, 3-3. Und der Kiryu, Venom gegen Lyrical. Und Kiryu schiebt komplett um. Schönes Ding da gegen Gertie gegen Venom. Und da geht er nochmal rein und packt auch noch 2 von uns weg. 2-1, Freunde. Gegen eins. Was First machen die da? Und der plantet erstmal schön gediegen. Der wird jetzt angepusht. Das wird ein Problem für den Turnball. Da kann er wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Nee, von hinten. Nee, von vorne kann er auch nicht. Liegt. Die Runde. 3-3. Abgefahren. First Seven. Also, wenn sie jetzt nicht noch irgendeinen Kack bauen, dann geht die Runde an First Seven E-Sport. Köstlich. Und die Leute schreiben uns gerade 150 Zuschauer. Was? Wo?
Ihr seid so geil, Leute, wirklich. Dann mach ich nochmal den hier. Ihr seid so geil. Und ich guck jetzt gerade mal, ich weiß es noch nicht, ich guck jetzt gerade mal. Ich muss das. Also ja, wir sind auch mit Abstand weit vorne, Platz 1, immer noch in den Rainbow Charts, das ist natürlich richtig krass. Hier, da reißt direkt den Knopf ab. Vielen Dank auch für dein Follow an Centurion. Danke, Terra Centurion. Und wir sind bei 1977 Follower. Uns fehlen noch 23 Follower, um die 2000 zu knacken. Dann haust du schon wieder einen Gutschein raus. Geht noch einen Gutschein raus. Hey Junge. Und vielen Dank auch für dieses 14, Follow. 14, 14, 14, 21. Danke okay. für dein Follow. Das sieht schon fast nach einem gefakten Account aus. Also jetzt nicht irgendwelche Accounts bei Twitch faken, nur um uns zu followen. Das wäre... Follow geht schon. Oh, sehr geil. Uwe ist auch dabei. Der Uwe ist auch dabei. Wo siehst du das? Was hab ich verpasst? Ja, da steht er da. Bene, beste Mann. Ja, EU-West. Okay. Uwe ist auch dabei. Kreh die ich Klinge. Bin der Uwe. Eins. Ich bin auch dabei. Das ist großartig. Freunde, aber hier ist auch Rainbow Six Siege at its finest. Viel besser geht gar nicht. Krass, jetzt steht's auch bei uns drin. 150 Zuschauer, ne? Ihr seid so geil. Also Masch wirklich, Alarm, bei mir ist gerade einfach. Bam, 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 bam. Echt? Warte, ich guck kurz. 81. Vielen Dank fürs Follow. Deine Uhr ist einfach falsch. Bruder, ich bin einfach ein Tier. Nein. Deine Uhr ist einfach falsch. Du brauchst, glaube ich, was Richtiges da. Weißt du, hol dir einfach mal die Apple Watch, mein Lieber. Ich bin einfach ein Eisklumpen. Ich bin da entspannt. Ja, ist ja auch so. Wenn der jetzt noch eine Null hinten hat. Dann werde ich wahrscheinlich auch so Mic drop und raus. Ich aber schon, geh ich hause. Ich bin der Rene und dann bin ich nicht mehr dabei. So, aber 3-3, Freunde. Also die geben sich hier richtig rein. Und zwar volle Pulle. 3-3. Heftiges Rainbow Six Siege. Hast du auch schon gemacht? Nö. Oh. Instagram? Nö. Oh, Bene! Bene ist ein Bene, weil Bene ein Bene ist. Denkt als Gewinnspiel, Hashtag Game Catering. Aber es geht los, hier. Da unten stehen sie schon sehr, 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 sehr nah. Also Blick, Bruder, weiter. Loots zeigen wir aktuell nicht an, weil wir das hier in dem Spiel nicht machen wollen, weil es einfach zu lang, zu störend ist, finden wir. Hier. Klickst dann einfach, ich sag nicht. Joa, kennt ein bisschen aus. Naja, ab der oben die Ecke. Ne, da, ne. Ja, da drauf. Und dann auf das, den Löwen da. Oben die Ecke. Ah, das kenne ich nicht. Und dann da oben rein. Und dann das Schreiben. So, jetzt gucken wir mal. Also, Maverick hat hier vorgearbeitet und da hat sich auch direkt unter das Löschlein einer gelegt. Jetzt wird da aber erstmal aufgemacht. Ihr Druck machen da. Und Clash ist am Schlüssel. Das ist ja auch mal wieder interessant, die zu sehen. Hier mal gucken, ob Gerti die auch richtig spielen kann. Da ist aber schon Kontakt. Kanarsch Gaming gegen Cramsy. Na, will er die da lassen? Er traut sich, das Schild wegzunehmen. Er traut sich nicht. Da nicht. Oh, da kommt der Thatcher, der wird. Ah, okay, aber das, der kriegst du, der kannst du gegen die nichts machen, das kannst du abschmecken. Oh, wie der gut schützt. Ah, okay, die pusht ihn da an, aber. Das ist im Endeffekt, kostet das die Jungs von 1UP nur Zeit, wenn sie sich da mit der Clash einlassen. Venom gegen Lyrical. Oh, Venom auch gegen Crazy. Also Venom räumt gerade gut auf da. Carnage gegen Dean. Freunde. 3-2. Ja, die Frage ist natürlich... Oh, der liegt. Der will er wohl, holt er ihn noch? Gerti ist auch raus, die Clash ist auch weg. Einer liegt, also ist eigentlich nur noch ein 1 gegen 2. Kiryu gegen den Thatcher und die Hibana. Oh, da frisst er auch schon böse. Also das könnte schief gehen hier für die Kollegen von Seven. Oh, knappe Lummer. Aber da fahren sie nochmal Drohne. 2-2 und wieder. Das war's. Venom hat sich jetzt, glaube ich, insgesamt mindestens 4 Leute weggepackt, Freunde. Steht es 4-3 für 1UP? Heftige Runde. Es steht 4-3 für 1UP Esports. Danke, Timo, für dein Follow. Vielen Dank. Krass. Wir gucken mal hier rein. Carnage Gaming mit 12 Frags, Freunde. Und das ist die erste Map. Ihr müsst drüber nachdenken. Das ist die erste Map.
Venom mit 11. Wir sehen eventuell heute 5 Maps, wenn die sich auf jeder Map so geben. Die schwitzen sich gerade, T-Shirts, Hosen, Unterbuchsen, alles drum und dran zu, sage ich euch. Ey, die gehen. Danke für eure Follows, Leute. Vielen Dank wirklich dafür. Dankeschön an Artok und an Silver Goku. Boah, was die abgehen. Das ist die erste Map. Das ist kein 3-Mapper. Nee, das ist kein 3-Mapper. Das ist ein 5-E-Mapple, die Mapsen. Hier gibt's richtig schön lecker. Mm, köstlich, mein Freund. Hier. Abgefahren, auf jeden Fall. Uwe rasiert noch ganz Rainbow. 17 Follower noch. Attackers need to locate and defuse bombs. Wir streamen mit 3500 Bit und ich habe 25 Mbit Upload. Oh, sorry, Simon. Ich wurde hier gerade gefragt. Alter, sorry, Simon. Ah, WLAN hat er heavy Arsch. Oh, wenn der Stream laggt, dann liegt das wahrscheinlich leider nicht da drin. Es gibt leider doch ein paar ausgelassene Frames, sehe ich gerade. Es könnte schon an uns liegen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass das aufhört, aber 3500 Bit und 25 Mbit Upload. Also, es sollte an uns eigentlich nicht liegen. Abgehoben. Let's go. Ja, 4-3. Und ich will immer noch nicht predikten, wer das Ding hier holt. Keine Ahnung. Die spielen das echt heftig, muss man ganz klar sagen. Beide Teams. Das ist durchgeplant. Das sieht nicht so aus, als wird da irgendwas random gemacht, sondern das ist alles Strat. Und das spielen sie gut. Sie sind aim stark, sie haben ein schönes Movement. Und das passt. Sie kennen die Spots, sie kennen die kleinen Details, auf die man vielleicht achten muss, wie Hände, Füße. Oh, Konji kriegt da schon ein bisschen was ab. Ja, nicer Boy, wir haben Loot aktuell aus, weil wir es hier nicht einblenden möchten. Deswegen steht das da wahrscheinlich. Danke aber dafür. Also dann ist nicht schlimm. Dann lass nur einen Daumen nach oben da, das hilft uns auch. Aber kannst natürlich auch gerne eine Kleinigkeit spenden. Nein, aber vielen Dank dafür. Aber Loots machen wir nicht während CWs. Weil das wirklich echt riesig ist und wir können halt kaum was einstellen. Das nervt ja auch dann die Zuschauer so. Ja, hier bei den Klickzahlen hier sehe es auch mal ganz nett aus. Hier geben auch mal was rüber. Gibt's mal 3:18 Uhr. Aber es sieht einfach schlecht aus. Ja, ich habe sogar schon überlegt, ob wir unsere Fressen ausblenden sollen, aber das ist ja auch schade, weil ich bin voll hübsch. Hashtag #Fressen ausblenden. Lyrical gegen Crimson. Schöne Headshot. Crimson war's. Ja, Crumsy. Mann. Und Clash. Ace schreibt Zimtstern gerade. War es ein Ace? War das ein Ace? Oh, schönes Ding hier, Yuda gegen Konji. Direkt Headshot, raus die Maus. Ja, First Step, jetzt 5 gegen 3. Venom kann aber nachziehen. Das eben war ein Ace, die letzte Runde. Ja, ich habe ja gesagt, mindestens 4. Abgefahren. Heftige Nummer. Heftige Nummer, ja. Aber First Step gibt sich das nicht, guck mal hier. 4-3, die so nicht. Das dann auch mal Clash. Na ja, gut. Wie sieht's jetzt hier im Endeffekt aus? Lyrical, der ist halt heftig gefangen. Gerti. Ja, aber da ist er. Und Kiryu. Simple X holt sich und Venom holt noch Lyrical. Somit steht's jetzt nur noch 2-3. Jetzt ist es natürlich. Klar, sie haben eine Clash. Aber trotzdem ist das heftig. Gut, aber ich meine, sie stehen da bei der Bömmche. Die anderen müssen planten. Aber Zeitspiel bei knapp 35 Sekunden, da ist es langt. Oh, jetzt kriegen wir Kontakt. Achtung. Gerti packt sie bei Symphorix. Mit der Clash macht er da den Hit. Ja, und Kiryu ist noch gut. Hat gut schon ausgeteilt. Kann er da jetzt nochmal rumziehen und setzen. Kriegt er den Ping nochmal. Ja, die Jungs von OneUp müssen jetzt. Also die können jetzt nicht mehr warten. Die müssen jetzt arbeiten. Und die Clash stunt ihn heftig weg. Und Venom kann dagegen nicht viel machen. Und Dean kommt jetzt als Hilfe. Kommt zur Hilfe. Kann ihn ziehen und holt das Ding. OneUp in der letzten Sekunde. Alter. 3-5. Verwalter. 3-5. OneUp geht nach vorne. Das war wichtig, aber dass er da reinkam. Wie schön halt auch einfach von hinten gegeben. Ne? Da konnte ich auch nicht mehr die Wand stark stellen. Gemacht. Und damit Dank, haben Capri. Wir jetzt den ersten Map-Ball. Es steht nämlich 5-3 für OneUp eSport. Map-Ball 1. Es sah so gut für First 7 aus. Es sah so gut aus, aber da sieht man, wie schnell halt mit ein, zwei wichtigen Kills doch dann noch was gedreht werden kann. So.
Ja, das ist korrekt. Erstmal was trinken, Freunde. Dein Mikro auch aus, oder was jetzt? Warum? Du bist ein Schwein, bist du. Du bist so ein... Es ist lustig, aber ein Schwein bist du trotzdem. Cool. Liebe geht da raus, ne? Ja, ja. Nächstes Mal wieder die Panzerfaust, mein Lieber. Ja, weil ich hab's, ihr seht das ja zeitversetzt, ich hab grad geschrieben, dass ich alles deaktiviert hab, was unnütz ist. Und dann hat er mich gefragt, ob mein Mikro auch raus ist. Er ist ein Schwein, aber ein liebes. Freunde, was ein geiles Match. Und wir haben noch ein paar Maps. Also, das ist doch mega köstlich, was wir hier zu sehen bekommen bisher. Also da schon mal fetten Respekt an beide Teams. Ganz starkes Personal da. Ja, und falls ihr euch fragt, was ist das hier eigentlich? Das ist der German Community Cup, Freunde. Den könnt ihr euch gerne mal angucken auf www.gckup.de. Da werden Turniere ausgetragen auf der Xbox, auf der PlayStation 4, auf dem PC, in Rainbow Six Siege, und es wird folgen Call of Duty, COD, FIFA und was immer ihr wollt. Wenn ihr von einem Clan seid und möchtet ein Turnier veranstalten, gar kein Problem. Sprecht uns an. Wir stellen euch unsere Software, unsere Turnierwebseite zur Verfügung. Ja, völlig kostenlos, einfach uns anquatschen, wir sind Game Catering. Dann müsst ihr nur noch die Orga machen und nicht irgendwelche komischen WhatsApp-Gruppen oder sonstiges machen, wo eh nichts klar ist, sondern es ist eine klare Struktur, eine klare Software. Und ihr könnt eure Orga machen und der Cup heißt natürlich so, wie ihr wollt. Kanash, Entry Frag gegen Konji. Der macht hier ein heftiges Spiel. Osan ist mal wieder da, lang nicht mehr gesehen. Hi, schön, dass du da bist. Guck mal, der hat 13 Frags. Und Venom hat sich schon 14 gegönnt. Also, heftig. Heftige Spiele, ne? Das muss man einfach sagen. Also, die geben sich richtig. Aber wir haben halt Mapball. Aber schon wieder First Seven. Im Grunde mehr Vorteil, weil schon einer gefallen ist. Sie müssen aber aufpassen. Also, sie gehen immer mit einem Vorteil ins Spiel. Und dann im Nachhinein kommt irgendeiner, der ein, zwei wichtige Frags macht. Und dreht das ganze Spiel. Ja, gerade im Endgame. Also, quasi kurz vor Rundenschluss ist es halt so, dass da meistens Wannabe doch die besseren Karten hat. Ja. Irgendwie fragsicher oder was, ist schon krass, ja. Kanage, auch sehr aggressiver Spieler, gefällt mir gut. Oben wird gearbeitet. Und unten wird geaimt. Und wird gewartet. Ja, 1,34 und jetzt beginnt das große Fischen wieder. Ah, jetzt werfen die Jungs von OneUp ihre Angelrouten aus und versuchen sich hier was zu packen. Und da ist schon passiert. Venom gegen Kanash. Da haben wir uns gedroht. Venom packt sich auch Gerti ein. Ja, Venom ist ein Monster. Die wissen ganz genau, an welchen Stellen sie aufmachen müssen, um gewisse Visions zu erreichen, um zu erzielen. Das ist heftig, Freunde. Ich weiß nicht, was die Jungs jetzt hier... R6 Blades. Dankeschön. Oh, aber sie verteilen halt schon wieder Miracle. Gut. Und jetzt ist 4-2. Es sieht ganz danach aus, als könnte sich OneUp Esports jetzt hier die erste Map gönnen. Ja, weil die Jungs sind da schon drin. Aber guck, hast du gesehen? Kiryu holt sich Grumzy. 2-3. Der Plant ist durch. Venom positioniert. Nein. Ist auch ein netter Spot hier. Heftig. Ihn am Stissel. Und jetzt muss Kiryu und der Kollege Crazy arbeiten. Der Kollege wird über die Treppe gerade geholt, glaube ich, ne? Der ist genau da. Aber der kriegt jetzt den Rücken, glaube ich. Ne? Hat er schon verzogen. Ah, da oben. Lassen wir zusammen. Ja, sie müssen halt da. Kann er Hits rausgeben, aber kann ihn nicht killen. Nee, und jetzt also, hat man nur noch. Crazy hat jetzt da, doch Kiryu packt ihn. 2-2. Da sitzt aber noch einer, der macht jetzt den Bock klar oder was? Das klappt nicht. Die ist durch. Oh, die Zeit reicht nicht mehr. Crazy kann auch noch einen holen und die Attackers gewinnen die Runde. Und auch die Map. Somit 1-0 für OneUp Esports. 1-0.
Aber die Zeit hätte auch nicht mehr gereicht. Also er hätte vielleicht jetzt noch alle holen können, aber er hätte es nicht mehr diffusen können. Heftig. Somit steht es 1-0 für OneUp. Ich habe es oben schon in der Bar gemacht. Ja. Die wird sich gleich wechseln. Die Seiten werden gewechselt. Wir gucken, dass wir... Das spielt kein Rolex. Genau. Puls 80. Tiefenentspannt, Bruder. Kein Problem. 6-3, aber heftiges Match. Heftiges. So, also ich hoffe, ich habe jetzt mit meiner Leitung alles geklärt. Ich sollte jetzt nicht mehr ruckeln. Wenn doch, sagt mir Bescheid, dann tut es mir echt schrecklich leid. Ich hau nochmal hier auf Instagram raus. So, also, ja, ich gehe hier wieder in die Webcam. 1-0 für OneUp Esports. Ziemlich heftiges Match. Wir wissen jetzt nicht genau, ich gucke gerade mal, ob wir hier im Stream geschrieben bekommen. Wir kriegen hier gerade immer nette Nachrichten geschickt. Ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln, das ist eine schöne Sache. Wir gucken, ich glaube, wir bleiben jetzt direkt mal am Ball. Ich glaube, die Teams wollen nämlich auch direkt weitermachen, dass wir hier gar keine große Verzögerung machen, sondern gehen jetzt in die nächste Map. Die nächste Map hast du schon eingestellt. Die nächste Map ist nämlich Grenze. Die hast du noch nicht eingestellt. Mach ich aber jetzt hier. Also, Grenze ist die folgende Map. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich gucke nach gerade mal. Vielen Dank dafür, Osan. Vielen Dank dafür. Dafür gehen... Geht ganz viel Liebe raus. Ganz viel. So, muss ich halten. So. Ja, einmal Alpha Mail. Vielen Dank für die Bits. Natürlich könnt ihr uns auch mit Bits unterstützen. Bitte. 100 Bits musst du aufpassen. Darfst kein Auto mehr mitfahren, da weißt du ja. alles unter 500 Gramm ist Aufschnitt. Ja. So. Also hier passt alles. Die Teams schreiben nicht, dass sie eine Pause haben wollen. Ich schreibe nochmal. Einer fehlt doch, einer muss noch rein. Ich schreib gerade mal den beiden Teams, hier, das waren die beiden, dass sie Bescheid wissen, falls sie eine Pause wollen, solltet ihr uns im Chat schreiben oder hier gerade zuhören. Wir machen aber auch gerne einfach direkt weiter. OneUp jetzt auf der linken Seite in blau und First Seven jetzt orange auf der rechten Seite. Die Teams haben schon alles gemacht. Hey Andi, ja? Ich habe gekleckert. Und die ersten Häkchen kommen auch schon rein, das heißt, wir werden keine große Pause machen. Ja, Brian haut jetzt schon wieder richtig einen raus. Ne? Ja, vielen Dank, Brian. Also auch das geht. Weiß nicht, Bits hier so, diese In-Stream-Währung von Twitch oder was das ist. Vielen Dank dafür. Freut uns natürlich auch sehr. Ja, also das ist ein sehr heftiges Match, was wir haben. Wir haben hier im Finale vom German Community Summer Cup auf der Xbox unser erstes Xbox. Unser erster Xbox Cup, so. Unser erstes Xbox-Finale. Wir hatten ja wirklich vor zwei Wochen noch Sorgen, dass, diesen Cup, dass wir diesen Cup vollkriegen. Daher nochmal vielen Dank an Raptor. Du hast echt, glaube ich, richtig die Trommelwirbel gerührt. Und Dark, du auch. Wir haben es vollbekommen. Und mit echt mächtigen Teams, was uns nachher mega gefreut. Es waren richtig krasse Teams hier dabei. Und wie wir gerade sehen, die zwei besten Teams aus diesem Cup geben sich gerade komplett die Kante. Und ich glaube, ihr werdet mir auch zustimmen, das war ein ziemlich heftiges Rainbow, oder? Das erlebt man nicht alle Tage und das freut uns sehr. Und wir freuen uns sehr auf den nächsten Xbox Cup. Also auf jeden Fall werden wir einen weiteren Xbox Cup machen. Und ich denke auch, dass wir den innerhalb der nächsten 7 Tagen auch ankündigen werden. Und dann gibt's aber einen Pay-In Cup. Da machen wir 20, 25 Euro Pay-In Cup, dass wir richtig geile Preisgelder auch raushauen können. Nee, oh, doch, ja, oh, nee, oh, ja. Kennst du den? Das ist doch also, ein Finé, oder? Ja, doch, der macht das auch. Nee, ja, doch. Genau. Ja. Nee, ich bin also, das ist richtig heftiger Scheiß. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Also, die ersten 25-Euro-Gutschein wurde geknackt, indem wir hier die Zuschauerzahlen krass gebrochen haben. Vielen Dank dafür. Also, das war schon mal ein ich ganz heftiger Scheiß. Imaginären Hut. Ich gucke jetzt mal auf den zweiten Punkt. Und zwar ist das 2000 Follower. Wir haben aktuell 1985 Follower. Es fehlen also noch 15 Follower. Dann gibt's den zweiten Gutschein. Dann ist der zweite Gutschein geknackt. Ach du Scheiße. Machst uns ja arm. Hammermäßig, oder? Ja, einer muss uns arm machen. Was? Einer bringt die Kohle rein und einer gibt's aus. Ist wie in einer Ehe. So, es fehlen uns nur noch 14 Follower. Ich frage nicht. Kann mal einer hier es fehlt Ausrufezeichen noch, YouTube und Ausrufezeichen das Facebook mache ich auch gerade einfach mal für dich.
Ja, einfach auch mal da, auch mal liken und so. Weil dann seht ihr immer, wenn wir online sind. Weil es nicht so, dass es der erste und einzige Cast von uns ist. Wir casten ESL, wir casten alles Mögliche. Ja, auch andere Spiele. Wir haben schon mal FIFA gecastet. Wir zocken auch mal selber. Wir Richtig. Haben FIFA 19, das war der erste FIFA 19 Cast, ja. Auf der Welt. Könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal auch gucken. Einfach mal gecastet. War geiler Scheiß. Ja. Wir haben alle Häkchen drin. Wir lass gar nicht lang schnacken, direkt ins Game rein. Ja. Weiter geht's. Nächstes Spiel. Wir sind auf Grenze. Ich war gestern auf der Kirmes. Ich wollte es immer gesagt haben. Vielleicht interessiert das irgendwie. Auf der Kirmes. Verstehst du das? Nee. Doch. Ich verstehe alles, was du sagst. Dorfkind, Moment, Junge. I'm auf der Kirmes. Und ich kannte von den 3000 Leuten, die da wahrscheinlich. 3100. Ja. Ja. Auf der Kirmes. Nee, deswegen hat es mich auch gewundert, dass der Kollege dich nicht kennt. Weil eigentlich denke ich mir, die Wapplers sind zwei Brüder, die man in Dietz einfach kennt. So, Ying ist raus. Ich muss nochmal meine Adresse dazu schreiben, vielleicht mit meiner Handynummer, oder? Junge. Will ich nicht. Junge. Echt, also. Das konntest du vor ein paar Monaten machen, da haben wir zwei Leute gesehen. Solange du mit Facebook unsere Sachen likest, ist das eh schon vorbei. Jing, leid es raus. Ich kriege auch extrem viele Fallanfragen bei, wenn ich darf. Ich meine, ich kenne die meisten Leute gar nicht. Ja. Ablehnen. Nein! Nein! Muss das Handy schreien, dann weiß es jeder. Clash ist raus. Das hat ihnen eben nicht, gefallen. Das ist zu gut, Jungs. Das fanden sie eben nicht so richtig gut. Wie ist denn mein Ton? Ist der gut oder soll ich Andi leise machen? So, Julian, vielen Dank für dein Follow. Wenn du dein Mikro, zeig nochmal. Dein Mikro, ich hab das nochmal präpariert. Ja, das ist wieder zu weit unten. Das sollte am besten hier sein. Ich will mal alles wieder haben. Kriegst du aber nicht. Mano! Das kannst, du haben, das kannst du haben, wenn du mit dem Mikro nach links und rechts gehst. Fick dich. So, also bleibst du bei dem jetzt? Nö. Ich will es trotzdem haben. Was das alles haben will. Long live the Chief. Einfach fürs Gefühl. Ed Andy, bester Mann. Dankeschön dafür. Einfach fürs Gefühl. Nein, sieht scheiße aus. Hier gibt's keine Gefühle mehr. Weg damit. Werde gemobbt. Oh, so, Grenze. Armory Lockers Archives. Was wird hier jetzt passieren? Let's go. Ja, ich habe keine Ahnung. Also die erste Map war schon heftig, das ist klar. Ich kann nicht predikten, wie das hier weitergeht. Die haben sich bis aufs Letzte gegeben und das durchgängig. Und jetzt bin ich gespannt, wer hier in Grenze die Nase vorne hat. Und Das Naskin meinst du? Das Naskin. Das Naskin. Das Naskin. Keiner weiß das. Kredi Klinge, vielen Dank dafür. Das geht runter wie Öl, muss ich sagen. Gute Sache. Das freut dich, gell? Kann ich verstehen. Alter. Fühlt sich gut an. Wenn du mal gehoppt bist, Alter, von mir, dann kriegst du hier ein bisschen Liebe im Chat. Das ist doch recht. So ist das. Ist eigentlich ein feiner Bub. Eigentlich. Feine, kleine Bub. Long live the Chief, schreiben sie alle gerade. Ja, das ist, weil der Raptor ist natürlich. Raptor the Chief, natürlich. Ist er da auch, glaube ich, eine Institution. Aber unbedingt, lasst auch bei den beiden natürlich auch ein Follow da. Hier, bevor ich das hier, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Glorious und Dark Genius. Das geht natürlich auch sofort raus. Lasst also auch bei unserem guten Raptor und natürlich auch bei... Jetzt mal eine andere Sache. So, wir gehen in die erste Attack. Wannabe Esports. Gegen First Seven Esports auf Map Nummer 2 auf Border. Natürlich auch für unsere beiden anderen Caster, lasst ein Follow da. Ich hab's grad mal im Chat gesehen. Konji eröffnet die Map gegen Kanak. Kanak. One-Up so, also im Vorteil. First Track in dieser Map. Ja, und den rauszunehmen ist jetzt auch nicht die richtige Idee. Da ist ja eben richtig passiert. Der Kanak. Kanak. Wie wird das so gesprochen? Ich will das nicht falsch sagen. Ich ja. Der heißt so, jetzt wollte er also überhaupt ne. Jetzt kannst du es ja sagen. Ja. Ach. Speis ab. Hi, bin der andere Bruder, schreibt da unten schon. Ja, also da ist der andere. Wenig. Mit Nachnamen. Oder Müller.
Du hältst jetzt die Schnauze. So, jetzt mal hier gucken. Keine Ahnung. Aber Handynummer gibt's nach dem Stream. Ach, könnte der Geist nicht anfangen. Ich kann kein Deutsch. Ich nicht sprechen, dann sprach. Moin Bernd, LOL. Linsensuppe ist ein Loot. Aha. Konji mit dem zweiten Kill hier. Lyrical ist auch raus. Linsensuppe ist aber ganz köstlich. Oh, bei Erbsensuppe ist eigentlich noch geil. Aus, aus der Gulaschkanone von der Feuerwehr. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Und wir kommen aus dem Dorf. Das ist mega geil. Oh, Crumsy packt sich Kiryu weg. 5-2, also jetzt wird's ein bisschen eng hier. Oh, Crazy da mit dem Frag, aber Sniper Rocks packt sich Gerti. Und damit ist er allein und gönnt sich auch noch. Crazy ist auch raus. Also, What Up Esports holt sich hier, und das muss ich sagen, war jetzt relativ deutlich. Das war ziemlich die erste spät. Runde. 1-0 für What Up Esports. Richtig starkes Gameplay. Das ist lieb von dir. Ich will es nicht. Behalte es bitte selbst. So bist du nämlich, gell? Ein richtiger Lümmel. Ein richtiger Lümmelbär, meinst du? So, Runde 2. Runde 2. Sehen denselben Spot. Also Armory Lockers und Archives wird erneut angegriffen. Und dann bin ich mal gespannt, ob jetzt gegebenenfalls die Jungs von First Seven Esports da ein bisschen andere Taktik wählen. Weil das hat jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass sie das nochmal so machen wollen. Meinst du, es hat ihnen jetzt nicht so gefallen? Nee, ich meine... In der Dev, wenn du die Dev-Runden oft abgibst, ist meistens nicht so gut, ne? Chip und weg. Du, lese es einfach nur, ich will es nicht vorlesen, du musst es einfach nur mal lesen. Was denn? Weißt du... Nein, ich lese es nicht vor, laut vor. Ich find's aber gut. Kann man auch laut vorlesen. Ich find's aber echt gut. Aber das kann man trotzdem... Leon vorlesen. Muss nach Hause. Genau, Leon, du musst jetzt nach Hause. Nee, sehr gutes Ding. Das kann man doch vorlesen, das ist ja nichts Schlimmes. Oh, irgendwo oben ging es da schon mal los, also. Guck mal, Kiryu geht auch los. Oh, oh! Kriegt aber leider keinen Hit dazu. Aber das ist natürlich ein Versuch, wenn du direkt beim Team halt direkt einen wichtigen rausziehst, ja, gehst dann 4 gegen 5 drauf. Auch versehen, dass du da auch direkt selbst rausgezogen wirst, dann fehlst du halt auch. Ja, das ist. Das ist auf jeden Fall wahr. Ist ja auch ganz nett gemacht, ne? Kleine Schussluke. Schießscharte. Schön in die Futterluke rein. dieser Moment, wenn du gerade da dran vorbei hockst und guckst halt genau dieses Gewehr rein, denkst halt so, okay. Hallo. Doof jetzt. Kommt nee, es kommt keiner. Kiryu holt sich Venom. Das war wichtig. 4 gegen 5. Hallo. Achso, das bin ich selbst. Hallo, auch das bin ich. Ich kann ihn nicht markieren. Achso, das bin ja ich. Das gesteckt. Das sah gerade so aus. Also. Ja, aber OneUp spielt ein bisschen vorsichtiger ja, jetzt gerade. Sind sie auch mit 4 Mann on-spot. Schauen wir hier. Die lassen jetzt, ja gut, aber auch die First Seven Jungs sind auch ein bisschen spielen es auch jetzt ein bisschen ruhiger. Macht aber auch Sinn. Ja. Oh, Kanage wird da geholt von dem C4 von. Dean wird geholt von dem C4 von Kanage. Hat er schön gemacht da. Ja, Konji kommt jetzt mit Crumsy über den Flur. Und Gerti probiert hier, aber. Kanage packt sich auch Symphorix. Symphorix. Ja. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus für die Jungs. Crumsy gegen Crazy, aber Crumsy ist leider auch echt schon down. Konji packt sich aber Kanage weg. Boah, wird direkt geholt. Crumsy ist raus. Und jetzt ist der Kollege Konji alleine. Aber der geht da einfach rein. Ja. Das
wird jetzt schwierig. Oder? Ja, ja, wir haben sie schon gesehen. Muss er aufpassen. Er ist allein. Er ist alleine gegen drei. Ja, und die Velko hier hinterläuft und klärt das Ding. Gerti, Doppelfrag 1-1. We have a game. Sehr schön, we have a game. Und ich trinke Wasser und bin auch dabei. Vielen Dank für dein Hosting, Ian King Tom. Und danke für dein Follow. Und danke für dein Follow. Namen Freund des E-Sports, Second Director, Badass ist hier. Badass Mufu. Dankeschön für... Und natürlich auch an dich, vielen Dank fürs Hosting. Ach, was geht denn hier gerade? Ihr seid so geil, wirklich. Ihr seid, ich sehe es ja schon vorher durch den Chat. Ihr seht es jetzt gleich hier oben. Repix. Rex, vielen Dank für dein Hosting. Und das Ganze natürlich auch noch an Dead Burger. Oh, ich wollte die Spannung hochhalten und so, Ventilation Room Dead Burger sagen. Siehst du? Ach, aber du hast es kaputt gemacht. Ihr seid einfach geil. Ja. Danke für euren Support, Freunde. Wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr mit uns eine schöne Zeit habt. Wir haben es mit euch auf jeden Fall. Dankeschön für euren Support, die kleinen Mäuse. So, und somit, wir sind in der zweiten Map. Wir spielen knapp eine Stunde 10. Sehr geil. Zweite Map besteht 1-1, es ist alles offen. Und klar, gerade bei dem fünften Map, jo, jetzt hast du mal eine Map abgegeben, aber was sagt das schon bei einem fünften Map? Ja, nee, gar nichts. Das ist hier alles Standard. Erstmal ist hier alles noch ohne Bedeutung, aber man sollte vielleicht jetzt nicht noch einen abgeben, weil da hast du schon ein bisschen Druck, ne? So, klar. Nee, das... Dann spielst du schon wieder Matchbälle. Vielen Dank. Aber wie nennt man dann solche Matchbälle denn dann eigentlich? Denn das sind dann so Match-Matchbälle sozusagen. Das ist ja noch vor Runden Matchbälle sozusagen. Ein Prä-Matchball. Gucken wir hier rein, wer sich bis jetzt hier... Ah, Konji. Denkt an das Gewinnspiel. Hashtag Game Catering. Unbedingt dran teilnehmen. Wir hauen nämlich heute richtig viel geilen Scheiß raus. Ja, das stimmt. Du haust einiges raus, ja. Bomb located by attackers. Das ist schon heftig. Lümmeline. Aber klar, Support ist bekanntlich kein Mord. Und dann wollen wir euch natürlich auch belohnen für eure Treue und euren Support. Auf alle Fälle. Die sich anschleicht, die gute Kavera. Aber weißt du, wir haben schon darüber gesprochen, das ist wieder eine weiße Heimmusik. Gerti holt sich Dean. 5-4. Schiebt sofort um. Kiryu holt sich Venom. Die Jungs von First Seven stehen gut. Die stehen gut. Oh, da gibt es schon Prediction Shots durch. Schärfe wurde aufgesammelt. Sniper X. Kann da Hits raushauen gegen Kiryu, aber kann ihn nicht final fragen. Schon gepinkt. Ich glaube nicht, dass OneUp jetzt die Map holt, ehrlich gesagt. Also die Runde hier holt. Gerti hier gegen Ramsey. Vielleicht schön reingehen da. Jetzt haben wir, da erwarten sie noch nicht. Aber schon gut erwischt. Nein, aber liegt. Weiß er nur nicht. Naja, aber von hinten weiß er's. Und da könnte er ihn sich auch. Ja. Kiryu. Holt sich Sniporix. 1 gegen 5. Das sieht gerade schlecht aus für OneUp. Also hier, klar, jetzt. Konji jetzt. Der kann aber hier den ersten Ziel kriegt er mal direkt von Garnage. Die Mütze voll. 1-2 für die Jungs von First Seven Esports. Komm hier. Kreh die Klinge, das ist fast nett, was du geschrieben hast. Game Catering. Hashtag Bene, bester Mann, EU West. Hashtag Andi ist auch dabei. Danke dafür, wirklich. Hier gehen da raus. Wo kann man nochmal bannen? ja,
Andi ist ein kleiner Schatz. Ist schon okay. Ich komme damit klar. Ist echt? Kein Problem. Ich komme damit klar. Warum hast du jetzt die Rasierklinge da an? Das ist nicht die Rasierklinge, das ist das Messer. Nein, alles gut. Jetzt ritzt er sich wieder. Ach, schon wieder, ne? Oh. Ganze Unterarm ist eigentlich verheilt gewesen. Geht die Sahne wieder los. 160 Zuschauer. 160 Zuschauer. Herzlich willkommen, ihr ganzen Lümmel. Auf alle Fälle. Es gibt auch ein Gewinnspiel hier, ne? Einfach mal teilnehmen. Teilnehmen. Was denn? Ausrufezeichen oder Hashtag? Ausrufezeichen, ne? Hashtag Game Catering. Hashtag Game Catering. Und dann vorher ein Follow da lassen. Hoppala. Und wenn wir die 2000 Follower knacken, gibt es nochmal 25 Euro PSN. Ach du Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Da. Bene spendet. Was gibt's wunderbare denn, Geschichte. Euer Junge. Von AAA-Shocks bis PSN-Gutschein bis hier richtig fette Schlüsselanhänger. Mr. Noli, danke dir für dein Abo. Kommt da auch am Schlüssel. Alles da. Vielen lieben Dank für dein Abo, Noli. Dankeschön. Wir freuen uns, wenn es euch gefällt. One-Up aber auf der Xbox Second Director. Da spielen sie noch Rainbow. So, und jetzt gucken wir. Auch hier die Map ist wieder eng, ne? Bisher, also. Kann man auch nicht sagen. 1, 2. Dass ich da eine absetze. Das 7 hier gerade im gerade vorne, aber sagt gar nichts. Sniperic macht auf jeden Fall hier den Entry. Aber wie er immer darum tanzt, sehr schön. Ja. Konji gegen Kiryu. 5-4. Hat er gut was predicted? Ne, hat er nicht. Das ist also der Entry-Punkt, der Junge. Schau mal hier, steht's gut. Wenn du halt die Start C4 reinschmeißt, dann, ne? For the win. Ja, Lyrical hat das jetzt gehört. Und jetzt schieben sie alle auch ein bisschen da in die Richtung. Ja, aber guck mal. Ja, ich wollte schon sagen, der hat da, glaube ich, einen ganz geilen Punkt. Der muss nicht. Ich hätte mich nicht verraten. Ich hätte wirklich gewartet, bis die Nase durch dieses Loch stecken. Gut. Crumzy packt sich Crazy. Und bei Crazy. 5-3, also es sieht schon wieder gut aus für One-Up. Ja, das sieht immer gut aus, bis dann mal einer irgendwie da so einen kleinen Weg reinfindet. Oh, da oben hängt er! Uiuiui, jetzt verteilen sie da gut. Keine Arsch, wurde detected. Ja, Venom holt sich Lyrical. Also jetzt macht One-Up hier anscheinend aber die Sahne drauf. Das sieht nicht mehr gut aus. Da unten ist er, sie wissen es auch schon. Gerti rennt um sein Leben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also das wird eng. Ja. Es ist geplantet. Und da kann nichts mehr gegen machen. Also da wird er jetzt weggeflackt. Einen zieht er. Den anderen hat er gar nicht mehr gesehen da hinten. Ne, das war's. Keine Chance. Konji holt sich Gerti. 2-2. Es ist ausgeglichen, Freunde. Was soll ich euch sagen? Es ist ausgeglichen. Dieses Spiel ist der Hammer. One-Up Esports gegen First 7 Esports. Im Finale des German Community Summer Cup. Auf der Xbox. Heftig, heftig, heftig. Maftig, schmaftig und so weiter. Wenn ihr wissen wollt, was der German Community Cup ist, Ausrufezeichen gccup.de. Kommentare. Devi, dankeschön. Devi, richtig dolle. Dolle! Ja, Gewinnspiel, Hashtag Game Catering. Nehmt alle dran teil. Ein Gutschein ist schon freigeschaltet, 25 Euro. AA-Shocks gehen eh raus. Schlüsselbänder gehen eh raus. Festivalbänder gehen eh raus. Aber ihr könnt noch Gutscheine freischalten. Und zwar ab 2000 Follower gibt es noch einen Gutschein, ab 2050 und ab 2100 Follower gibt es jeweils noch einen 25-Euro Gutschein. Heftig. Twitch-Termal, Tetscher, Montagne, Ash, Myra, Mute, Puls, Jäger und der Echo werden sich jetzt hier duellieren auf Armory Locker Archives auf der Map Border. Border! Also Waffenlager, Schränke und Archiv. Richtig gut. Richtig gut. Also, damit die Follower zusammenstande kommen, haut doch nochmal ein bisschen eure Freunde ran. Das ist ein geiles Match, was wir hier sehen. Und dann könnt ihr denen nochmal zeigen, was Rainbow ist. Vielleicht auch für die Freunde,
die noch nicht so viel Rainbow gezockt haben oder bei euch miterlebt haben, haut doch mal die Leute hierher. Denn hier sehen sie mal, wie es richtig geht. Das hier ist Rainbow und ich bin auch dabei. Unser Bane ist was Besonderes und das weiß er auch. Unikat. Oh, Anonymous! Vielen Dank für dein Zocko-Abo. Aber ich weiß, dass es, er möchte nicht genannt werden, aber für uns steht er sogar im Chat. Vielen Dank dafür. Haus raus. Gut rausgehauen. Auch gut gemacht. Vielen Dank dafür. Ah, unser Bot ist so schlau. Der teilt auch jedem mit, wer es war. Oh. So, Name, ich möchte nicht genannt werden. Unser Bot, bam, es war Assault Reaper. Oh. Tja. Da ist es auch egal. Siehst du, es gibt mehr Leute, die nicht genannt werden wollen. Du auch nicht. Verstehe ich gar nicht, das geht. Ist ja witzig. Moin, Assault Reaper. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr. Und natürlich auch vielen Dank fürs Abo. Welcome. 5-5 steht's noch. Boah, ey, 2-2 haben sie gespielt. Was ein ausgeglichenes Match einfach. Kann man nicht anders sagen. Na, also wenn jetzt hier versuchen. Guck mal hier. Kredi Klinge hat Angst bekommen. Der hat alles zurückgezogen. Liebe geht raus. Ja, Assault Reaper, endlich hast du deine Pizza! Hat das funktioniert? Hat das aufgeschossen bekommen? Ja, ja. Ja, die Wand ist halt auch schon auf. Die Frage ist halt jetzt, wie sie da... Es ist, ist halt noch eine Minute 30 und ist doch eigentlich nichts passiert. Jetzt wird gleich sehr schnell viel passieren. Halt jetzt. Guck mal, da ist Dean schon mal drin. Venom packt sich Kiryu ein. Oh, Kanak mit dem C4 hier also, gegen Montagne. Sehr, sehr wichtiger Frag, aber jetzt pusht er ihn an da. Ah, Termite, Grumsy kann ihn ziehen. Er hätte nicht hochgehen dürfen, wo er noch am Nachladen war. Er hätte warten müssen, bis es fertig nachgeladen war, weil er konnte nichts machen in dem Moment. Das ist halt die Frage. Schluck auf. Auch schön. Der Plant ist jetzt gleich... Nein, der Echo macht hier noch Arbeit. Snaporix gegen Gertis. Oh, C4 da! Oh, jetzt fangen sie mit C4 heftig, an hier. Heftig, heftig! Lyrical Doppelfrag! 2-2. 2 gegen 2, Freunde. Jetzt klatscht hier Lyrical mit dem Triple! Venom. Mit dem Triple! Und jetzt ist es... Er weiß ganz genau, wo er ist! Er weiß ganz genau, wo er ist! Holt er sich jetzt hier den 4K? Wo ist der andere? Jetzt hat er es nicht gesehen. Wo ist er jetzt hin? Er ist noch da. Die können ihn doch jetzt eigentlich gut einkesseln, aber sie müssen ihn eigentlich gar nicht. Da ist er! Nein, der kann den 4K nicht holen! Die Frage ist, kann Sniporix jetzt hier noch was machen? Oh, kriegt böse Hits hier vom Echo. Oh, der Echo geht nach, der Echo geht nach. Hol die andere Waffe! Oh, ist das spannend, Freunde! Oh no! Sniporix killed ihn! Das darf nicht sein, aber das war auch, das war einfach gerade nicht schlau. Also das war, der wollte jetzt einfach unbedingt hinterher. Schade. Die Runde hätte anders ausgehen können. Sie hätten zu zweit schnappen können. Die hätten ihn gar nicht schnappen müssen. Genau. Und dann war er zu killgeil in dem Moment. Das ist wirklich schade. Also das hätte ganz anders ausgehen müssen. Records, vielen Dank für dein Follow. Es hätte ganz anders ausgehen müssen. Das ist gerade schade gewesen. Weil als der erste gefallen ist, hätte er einfach abdampfen können. Nein, hätte er nicht. Er, sie mussten ja plant. Ja, die Twitch hätte bleiben müssen, aber die Verteidiger waren jetzt zu zweit. Da hätte einer gehen können, ja. Ah, natürlich. Alles Entschuldigung, gut. Es war ja gerade der Wechsel. Das hat mich gerade verwirrt. Ich habe nur oben hingeguckt, ob ich es gerade richtig sage. Aber es ist genau richtig. Ja, genau. Schade. Tommy, go Paddy. Danke für den Follow. Und Records 18 auch. Danke. Aktuell sollte Follow. Der Stream nicht mehr hängen, weil wir haben keine ausgelassenen Frames mehr. Und somit sollte bei euch alles sauber durchlaufen. Noch 6 Stück. Ha. 5. Satomix 1. Danke für dein Follow. Und Gold Shadow auch danke für dein Follow. 4. Mach's jetzt A, Mann. Nur dich? Du hast ja gesagt, du sponsorst das ganze Zeug.
Ich muss gehen. Mic drop. Was? At Gamecare den ganzen fünften Mal. Hä? Ach so. Ja. Nee, aber aktuell, also ich gucke hier immer bei mir hin, es gibt diese ausgelassenen Frames sozusagen, wenn wirklich mal was nicht hochgepusht werden konnte zu Twitch. Das hat sich nicht mehr bewegt seit einer Viertelstunde, 20 Minuten. Also wenn es jetzt nochmal hängen sollte, sollte es nicht an uns liegen. Sorry. So, also jetzt one up in der Dev. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Jungs von First 7 Esports im Angriff machen. Da waren sie eben wahrscheinlich stark. Wie wir uns erinnern. So ist das. Generell muss man sagen, dass die Teams eben so sind. Mit Abstand sind wir ganz weit vorne bei Rainbow für Deutschland. Sogar weit vor ESL, Go Forecasting, sonstiges. Vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall heftig, ja. DC Cup, da wird noch viel, viel passieren. Ihr könnt, also, registriert euer Team am besten jetzt schon, dann kriegt ihr auch mit, wenn neue Cups gestartet werden. Lohnt sich, kostet ja gar nichts. Ja, ansonsten auch bei Facebook hier, bei Gamecasing und bei Jam Community Cup, da gibt es jeweils eine Seite. Da auch ein Like hinterlassen, da wird auch immer alles gepostet. Ihr könnt, wenn ihr auf unsere Homepage geht, wir haben einen Discord-Kanal, da könnt ihr reinspringen, da könnt ihr euch da ranken lassen auf PS4, Xbox oder PC. Ja, und dann kriegt ihr da auch alles immer announced. Also, wir haben viele Kanäle für euch bereitgestellt, ihr müsst sie nur nutzen. So sieht's aus. Ja, WLAN ist das Problem. Ich frage gerade, ob's WLAN ist, ich vermute aber. Miss Finster. Miss Finster, auch geiler Danke Name. Für ein Follow, willkommen bei uns. Jetzt hätte ich fast gesagt, süße Maus, aber da wahrscheinlich sie mich noch nicht so kennt, würde ich sie danken. Ja, zack, direkt D-Follow, Meldung ist raus. Oh, genau. Ich sag's trotzdem, hallo. Kyo und Venom. Wieder gehen sie mit dem ersten Kill voraus. Naja, oben sind sie auch. Haben sie auf jeden Fall schon alles wieder nach vorne gebracht. Das passt. Wird von unten auch kräftig gearbeitet. Und die Jungs hier unten, die letzten vier, sind auch am Arbeiten. Und zwar arbeiten sie, dass sie nicht erschossen werden. Gesundheit. Jetzt sagt's aber mal. Einmal muss den Zuschauern gelügen. Okay. Guck mich gerade nochmal an. Das passiert immer wieder. Aua! Aua! Tut mir leid, ich muss mich hochbiegen. Ja, aber nicht einmal im Bad, sonst biege ich nicht mal rum. So, Darius. Danke für den Follow. Crazy gegen Sniperix. 3 zu 5. Das scheint hier ein bisschen besser zu laufen für die Jungs von 7. Aber die One-Up-Guys sind einfach heftig. Da kann jederzeit vielleicht einer kommen und kann da den Rotstift ansetzen und dann streicht er nämlich hier Spielerlisten. Und dann kann es passieren, dass der eine oder andere hier schneller umfällt, als ihm lieb ist. Kanage aber jetzt gegen Koni. 5-2. Also da bin ich jetzt dabei. Hey, oh, Lyrical gegen Crumzy. 5-1. Also wenn sie das nicht holen Freunde, sollten, dann... Das war's, Kanage. 3-3. Flawless. Hey. Haut jetzt gerade First 7 Esports, die Jungs von 1UP. Zumindest in der Runde aus der Halle. Ja. Aber muss ich jetzt mal vorstellen, wir haben 3-3. Das ist die zweite Map. Die erste Map ging aus 3-6. Jetzt steht's 3-3. Die geben sich die ganze Zeit, wenn wir das 5 Maps lang so sehen. Mal sehen. Also, jetzt müsste First 7 müsste hier diese Map holen. Dann sehen wir sehr viele Maps. Muss man einfach sagen, ne? Mindestens mal 4. Aha, Herr Horst. Ich glaube, es fehlt noch. Ich glaube, es ist noch genau. Andi, Bene, ich brauche euch als Joker für die 32.000-Euro-Frage. Ja, wir sind als Joker bereit. Wo steht das? Piep, 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 piep. Friedrich schreibt das. Was ist deine Frage? Boah, gib auf jeden Fall direkt mal 80% ab. Ja, was denn? Du 40, ich 40. Ist nur fair, hast du recht. Und Friedrich auf 40. Ist doch ganz fair. Du 80, ich 80, er 80. Das läuft doch, ne? Ja, ich glaube, es fehlt noch. Habe ich auch gemacht. Brian habe ich ihm auch schon einmal Alpha mehr, habe ich ihm auch schon gegeben. Aber hat Andi noch nicht umgesetzt, da kam er noch nicht dazu. Mit dem Mic Drop. Ja, das. Perfekt. Ich habe so viel geilen Scheiß umgesetzt. Und ich. Immer an den Emotes hängt es. Immer an den Emotes hängt es. Ja, weil du nicht verstehst, dass das die Zuschauer geil sind. Ich finde das übrigens auch geil. Jetzt versuchst du es wieder. Thema geiler Scheiß, sagst du, oder was? Ärgert mich. Ja, sogar. Hast du halt so den geilen Scheiß umgesetzt, aber kann keiner nutzen.
Ich hasse dich, wirklich. So ist der so wie immer. Ja, bist du einfach zu mir. Einmal Alpha-Mail schreibt, Friedrich, nimm Antwort E, die ist immer gut. Brian, du bist ein Schwein. 2000 Follower sind geknackt. Ihr habt den zweiten 25-Euro-Gutschein freigeschaltet. 2000 Follower haben wir jetzt. 2000 Follower. Innerhalb von also, 3 Monaten oder so. Wir werden auf jeden Fall die 2000 Follower zelebrieren mit irgendwas Coolem. Wir überlegen uns nochmal, was wir machen. Viele machen irgendwie so einen 24-Stunden-Cast, da muss ich sagen, da bin ich zu alt für. Ich schaff keine 4 Stunden. Du bist zu alt für. Ja. Ich älter bin wie du, bist zu alt dafür. Ich mache aber auch keine 24-Stunden-Cast. Aber wir überlegen uns was Geiles, was wir nur für euch machen, für die 2000 Follower. Vielen Dank dafür. Zweiter Gutschein ist freigeschaltet. Der dritte schaltet sich frei bei 2050 Follower. Alter. Guck mal, hier kriegst du schon Gesundheit geschrieben. Danke. Was ist mit der Frage? Ja, dann hau die Frage mal raus, Friedrich. Ich bin total hyped jetzt. Ich hab voll Bock, dir die Frage zu beantworten. Auf jeden Fall. Mach direkt Wikipedia und Google auf. Nur voll. Genau. Wikipedia und Google ist hier oben drin. Oh, ah, okay. Dann kannst du die Frage ja allein beantworten. Mr. Klug Scheißer. So. Also. Oben ist gut aufgeräumt. Die Jungs von OneUp sind alle Mann unten. Allen Ecken und Enden. Wie die Verrückten. Drücken sie da Kugeln runter. Ob da noch einer nicht bekommt. Das C4 ist wasted. Wasted time. Crazy kriegt da auch ein paar Hits ab. Was war's denn noch? Hast du nicht? Alter, ja. Ha, aber wenn man. Wenn er schon weg ist, würde ich nicht nachschießen. Viel Luck! Ah, guck mal hier. Er geht doch nicht. Kann er ihn aber jetzt ziehen? Der Turbine ist unten drin, da. Kann ihn aber noch gut holen. Haben wir wieder mit Half-Life. Ah, der zweite ist aber jetzt auch ganz down. Sniper-X kriegt's mit der Pumpe hier One-Up gerade gut dabei, aber ja, gut 4-4. Oh, Crumsy. 4-3. Headshot gegen Crazy. Aber sofort jetzt zurück. Kanage und Gerti jeweils mit Frags, Freunde. Und First Seven geht in Führung. Alter. Sie spielen es gut, die Zeit wird eng. 13 Sekunden. Also jetzt haben sie keine Zeit mehr. Sie müssen jetzt was tun. Sie müssen da rein. Und das war's. Das wird er nicht mehr hinkriegen. 5 Sekunden. Nee, One-Up. Venom klatscht hier die Sahnesoße raus und versteckt sich clever. Und das ist das, was ich meine. One-Up ist ein Profi-Team. Die drücken aufs Gas, wenn sie müssen so und nehmen aus. Gas runter, wenn sie nicht müssen. Und damit 4-3 für One-Up. Aber hier, das lasst es First Seven nicht lang geben, die werden gleich aufholen. Ultra Fames. Ultra Fames. Sehr schön. Danke für dein Follow. Ja, auf jeden Fall. Heftiges Match. Ich bin ja immer hier so ein bisschen, ich gucke immer so halb auf die Bildschirme sozusagen. Ich sehe immer nur das halbe Match und den halben Chat. Hier passiert aber echt viel, viel geiler Scheiß. Vielen Dank daraus an alle. Ich sehe 90% vom Chat nicht. Ja, das ist ja auch okay. Dafür sitzen wir hier zu zweit. Aber ein heftiges Match, was wir hier haben, wirklich. Muss man einfach so sagen. Ich bin mir noch nicht sicher, wer das hier heute Abend holen wird. Ich glaube schon, dass die beiden sich sehr ebenbürtig sind. Was mir halt kommt, glaube ich, sehr auf die Map drauf an. Ja, das auf jeden Fall auch. Was ich aber sehe, ist aktuell, dass halt First Seven immer gut ins Spiel reinkommt, immer gut in die Maps reinkommt und auch gut in die Runden reinkommt. Aber in den entscheidenden Situationen ist es dann meist so, dass OneUp einfach da ein bisschen kühleren Kopf behält, ein bisschen cleverer vielleicht noch ist und diese Runden immer wieder gewinnt. Ja. Auch jetzt hier diese Runde. Ne? Antwort ist gut. Das ist aber echt, Wo ist denn die Frage? Gibt's die jetzt schon? Ja, hier, da steht sie, die habe ich markiert. Gerinnende Milch. Gerinnende Milch. Käst, quakt, sahnt oder rahmt.
Das ist echt eine Frage. Ich sag Rahm. Crumsy gegen Kiryu. Das ist eine gute Frage. Wow, da waren aber gerade heftige Lags dabei. Auf jeden Fall. Da war aber gerade richtig heftiger Lag dabei. Ich habe aber nichts gemacht. Das war auf jeden Fall ein heftiger, heftiger Lag. Heftiges Lag. Genau, jetzt geht's immer los. Jetzt geht's immer los. Ich hätte einfach auch wieder rausgehen können, jetzt davon. Hä? Nimm mich hier vom Stromnetz, Alter. Venom mit dem Frack. Oh, Granage kassiert dann auch gut. Schwierig. Einmal für Mel ist immer noch für E, riecht komisch. Ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Also der Lag, der war leider gerade irgendwie von uns produziert. Aber ich sehe nicht wo. Also den Lag kriegen konnte, ist natürlich nett. Boah, vielen Dank dafür. Kriegst gleich noch was dafür. Ah, 3-3. Aber ich muss sagen, dass die Jungs hier von 7 Esports aktuell sieht es ein bisschen danach aus, dass sie da echt Probleme haben. Nicht, dass sie da keine Fracks setzen, aber das dauert halt alles, ne? 56 Sekunden. Reloading, cover me! Oh, crazy, da gegen Dean! Da war er nicht gerettet. Da ging Kissing aufs Nüsschen raus, ne? Der hatte dem schön die Fontanelle wegmassiert. Ganz klare Geschichte. Aber sie müssen jetzt Gas geben. 30 Sekunden. Sie können die Zeit nicht runterreißen. Das geht nicht. Sie müssen Gas geben. Weißt du, es kommt. Lyrical kann verteilen, muss aber jetzt den Stachel rausziehen. Oh, aber First Seven. Die Zeit kaum noch Leben da. Das ist das Problem. Das ist das Thema. Wieder, ne? Oh, wieder geleckt. Carnage liegt. Crumsy holt sich, Carnage. 2 gegen 2, aber die Zeit, 3 Sekunden, da muss ja was geplant werden. Keine Chance. Keine Chance. Das dauert einfach zu lange. Jetzt haben wir 5 zu 3 für 1UP, das heißt, es sieht gerade so ähnlich aus wie eben. Eben haben sie 3-3 gespielt und dann hat 1UP 6-3 gewonnen. Ja, First Seven muss hier aufpassen. Ich sag ja, es sind die entscheidenden Situationen. Sind die entscheidenden Situationen, wo halt einfach 1UP noch einen Tacken abgeklärteren Eindruck macht. Auf jeden Fall. Und das sieht man halt in so Situationen. Ja, da hat das Zeitmanagement schon nicht gestimmt, da fängt nämlich schon an. Ich guck mal ganz kurz was parallel, dass hier nicht irgend so ein Blödsinn noch läuft. Alle fortsetzen, die sind alle angehalten. Passt. Nicht, dass hier noch irgendwas komisch updatet und soll nicht. Aber alles gut. Seahawk, vielen Dank für dein Abo, Digga. Dankeschön für deine Unterstützung. Dafür kriegst du das hier noch, und das hier noch. Hey. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Ja, gehst du mal aus dem Modell raus? Was ist denn davon? Ja, war ich eben. Nur mal kurz rein, um nach oben zu schreiben. Sau. Ja, das ist aber nicht das, was da gemeint ist. Hier, das ist das. Und das ist echt ein Problem. Das ist eben um 4000 Frames gesprungen. 4000 Frames sind eine Menge Holz. Okay. Wir reden von 60 Frames pro Sekunde. Bei 4000 kannst du so rechnen, wie viele Sekunden gerade nicht da war. Das ist ja scheiße. Ja, das nervt mich auch gerade. Das muss ich sagen. Danke dir. Dankeschön, Bitzi. 5-3, also First Seven muss hier jetzt aufpassen. Die ja, sind in der, die sind in der Verteidigung stärker. Wenn es ein Angriff geht, kommen die in Probleme.
Bonji gegen Gerti. Ja. Wir müssen aufpassen, Matchball. Also nicht, dass es heute nur ein Drei-Mapper wird. Mapball, Entschuldigung, ja. Nicht, dass es nur ein Drei-Mapper wird. Ja, man muss halt schon sagen, dass die Jungs von OneUp da schon stark sind. Bleiben cooler, bis zum Schluss. Bleiben ruhiger, sind nicht so killgeil jetzt hier wie eben. Und dann warten wir halt einfach. Dann ziehen wir uns mit zwei Leuten zurück zur Not. Legt doch die Bombe, den Schärfer. Ja, das kann halt in vielerlei Hinsicht den Unterschied machen. Ja. Und aktuell sieht es ein bisschen danach aus. Aber trotzdem, heftiges Match. Wasted. Kriegt er jetzt hier irgendwie. Ja, trotzdem. Ja, 4-4 im Grunde. Dann sind jetzt nicht. Sind abgehauen. Ja, Puls können nicht raus. Mehr holen. 4-4. Oh, Venom. Schöner Monster C4 von unten da. Schöner Kill. Und guck mal hier, bei First sind sie jetzt alle ziemlich angefragt. Haben alle eigentlich weniger als Half-Life. 4 gegen 3, das sieht echt schlecht aus für First Seven. Das sieht so aus, als hätten wir gleich 2-0 oder. Oh, da, der liegt auch. Da holen die in Ruhe. Aber trotzdem, 3-3 und da kam er unten. Aufgepasst, dass du nicht von oben kriegst. Von unten kriegst. Das Ding, ich durchschreibe es schon, na, die ist 3-3, hier ist noch offen. Es kommt halt drauf an. Die warten halt. Warum? Sie müssen noch nichts anderes machen. Die warten, haben einen guten Engel. Einen guten Engel und gucken, ja, dass sie die einfach weghauen. Ja, ich muss gleich mal gucken, dass ich die blöden Nachrichten auskrieg. Ja, sie haben halt kein Need, ne? Also OneUp hat kein Need, sie müssen nicht. Sie 35 haben Sekunden. Die Jungs von oben wollen was. Fallt doch runter, dann kriegt ihr sofort was ab. Jeder von euch braucht nur noch angehustet werden, dann ist er weg. Ja, hier, guck mal. Die haben, der wartet noch. Ja, die haben völlige Ruhe. Der wartet auch. Und der wartet auch. Das machen die gut. Und das war First Seven hat in der Runde hat dann eher gesagt, komm, wir jagen die jetzt noch. Klar, es ist nett. Oh, Dean kassiert hier. Aber wichtig. Wichtig für First Seven, auch hier um hier nochmal den Mapball irgendwie verhindern zu können. Das war, ja, ja, zwei weg. Drei gegen eins. Gönnt sich zwei Stück. Da ist nichts. Das ist. Ja, dann ist hier. Er muss rein. Allein, das war's. Somit steht es 2-0 für OneUp. Geht an OneUp eSports. Abgefahren. Herzlichen Glückwunsch dafür. Aber Freunde, abgefahren. Wir spielen nicht Best of 3, sondern wir spielen Best of 5. Und das heißt, dass hier aktuell noch gar nichts war. Nein. Wir haben 2-0. Ich habe die Punkte eingetragen. Ich habe oben die Bar wieder gewechselt. Das heißt, First Seven geht jetzt wieder auf Blau. Und OneUp geht auf Orange. Und wir müssen jetzt gleich mal gucken, wer das ist. Und zur Not sperren wir ihn. So, warte kurz. Die Stats, das wollen wir mal sehen. Ja, bei First Seven sind es ein, zwei Leute, die... Ja, oben, die sind ausgeglichen. Na gut, gehen wir mal auf die Webcam. Ich schnappe mir mal ganz kurz hier die gute Konsole, weil Xbox ist dann doch eher mein Fall. Bene ist dann doch eher der PS4er. Völlig fein. Du kannst es kurz machen. Also ich gucke mal ganz kurz. Pause wollen, gehe ich von aus, oder? Haben es nicht geschrieben. Ich kann es jetzt aber auch nicht lesen, weil ich bin hier jetzt aus allem rausgegangen, weil ich nicht weiter irgendwelche Dinger haben wollte. So. Ich mach ein Pipi. Du mach, was du nicht lassen kannst. Ja, es ist ganz, ganz lustig, dass ihr uns anschreibt, aber das ist auch gerade eher unpassend. Ich guck gerade mal, kann ich die ausmachen? Irgendwie kann ich die ausmachen. Wenn es auf der Xbox vielleicht gerade jemand weiß, wie ich die Benachrichtigungen deaktivieren kann, der kann es ja mal ganz kurz hier in den Chat schreiben, das wäre ganz cool. Ansonsten, Ben ist sofort wieder da. Ich versuche das noch kurz mit den Benachrichtigungen zu deaktivieren. Wenn ich es finde. Ich muss hier rumsuchen. Such. Bam, 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 bam. Benachrichtigung, wo finde ich die? Hier nicht. Hier bestimmt, hä? So. So, jetzt sollten die Benachrichtigungen aus sein. Ich gucke, die Teams sind noch drin. Die Teams haben schon die Seite getauscht, aber... Nein, haben es noch nicht getauscht. Sie müssen noch die Seite tauschen. Also sind gerade frisch raus. Das heißt, hier ist noch alle Zeit der Welt. Jetzt gucke ich mal etwas in den Chat mit rein, was man so vielleicht verpasst hat. Ihr könnt ja nochmal kurz schreiben, was wichtig war. Vielen Dank an die ganzen Mods. Ich sehe gerade die ganzen Einträge hier von den Mods. Das ist ganz großes Kino, was ihr macht. Denkt an das Gewinnspiel, Hashtag Game Catering.
Damit könnt ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zwei Gutscheine sind schon freigeschaltet. Ihr seid auf dem Weg zum dritten 25-Euro-Gutschein. Freut uns natürlich sehr. Ausgelost wird am Ende, nach dem Finale, wird ausgelost zwischen allen, die Hashtag Game Catering eingegeben haben. Jetzt müsst ihr überlegen, wie man das am besten ausspricht. So, also Hashtag Game Catering, um dran teilzunehmen. Babababab. Was haben wir denn hier so verpasst? Ja, vielen Dank für die ganzen Abos, vielen Dank für die Donations, vielen Dank für die ganzen Follows, vielen Dank für die Bits, vielen Dank für alles. Wie gesagt, gerne auf YouTube einfach mal ein Abo hinterlassen. Das ist ja sozusagen das Follow von YouTube. Den Kanal müssen wir noch komplett aufbauen. Ja, da könnt ihr zum Beispiel auch das Spiel von First Seven gegen, eine Fünfer-Trupp, Minus-Trupp angucken. Das war auch ein richtig heftiges Match. Also unbedingt mal anschauen. Das war ganz, ganz große Klasse. Natürlich das, was wir hier sehen, auch gerade One-Up, aber aktuell wirklich sehr, sehr, sehr stark. Das muss man einfach sagen. Die haben die Nase vorne und deswegen auch 2-0 vorne. Wir hoffen einfach mal, dass es nicht nur ein 3-Mapper wird, denn ab jetzt heißt es ja Matchball. Matchmap, sagen wir es mal so. Denn wenn One-Up die nächste gewinnt, haben wir nur 3 Maps gesehen. First Seven muss jetzt aus dem Quark kommen. Aber alles ist offen und alles ist möglich. So, die Frage oben, da haben wir geholfen, wenn ich das noch richtig sehe. Da ging es jetzt gerade wieder in den Keller und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Und ich finde es richtig schade. Also da gab es gerade wieder ein fettes Lag. Ja. Es tut mir total leid, dass das so ist. Ich kann es jetzt leider gerade nicht herausfinden, warum. Hast kaputt gemacht. So, geh du mal ans Mikro, dann gucke ich mal kurz bei der Technik, ob ich vielleicht kurz was mal bei den Kabeln gucken kann. Was wir auch noch nicht gemacht haben, ich höre mal hier selbst ganz kurz rein, wie denn so unser Mikrofon klingt. Wir haben aber aktuell keinen Brummen drin, das ist gut. Kein Brummen? Das hatten wir nämlich auch vor ein paar Tagen, ach, immer so, wenn so Cups losgehen, dann hat man irgend so einen Blödsinn, den man sonst wochenlang nicht hat. Alles cool. So, ihr schreibt jetzt nochmal alle, für welche Teams ihr seid. Ihr könnt auch mal schon mal Predictions geben, was ihr hofft, wer gewinnen kann. Was? Ich habe noch nichts umgestellt. Achso, okay. Die Benachrichtigungen sind aus. Nee, die Map meine ich. Nee, ich habe sonst nichts umgestellt. Ich habe nur die Benachrichtigung aus. Ja, aber Freunde, heftig. So, du bist mal kurz dran. Ich gehe mal ganz kurz hinten an die Technik und guck, ob vielleicht irgendwas mit dem Kabel locker ist oder so. Heftig, heftig, was wir hier heute bisher zu sehen bekommen haben. In zwei ganz, ganz engen Maps. Ja, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich jeweils One-Up Esports durchsetzen konnte. Aber, da das ja hier ein Best of Five ist, Freunde, ist hier noch nichts entschieden. Und ich bin gespannt, denn wir sehen uns jetzt gleich wieder auf Oregon. Und dann gucken wir mal, wer auf Oregon die Nase vorn hat. Fakt ist aber auch, ja, wenn One-Up Esports, und die seht ihr gerade hier im Hintergrund, wenn die es fertig bringen, Oregon für sich zu entscheiden, dann sind sie der Gewinner des German Community Cups auf der Xbox. Und zwar ist es der erste Cup auf der Xbox. Dementsprechend sind sie auch der erste Gewinner, den es dann da gibt oder gab. Ja, ansonsten können wir euch gerne nochmal ans Herz legen. Freunde, ich muss mal kurz hier beim Andi an die Tastatur. Ja, schaut gerne mal hier bei uns auf der Webseite vorbei. Hier findet ihr immer wieder Turniere. Ach ja, ich bin ja auch bescheuert. So, natürlich findet ihr immer Turniere, ja, auf dem PC, auf der PlayStation, auf der Xbox. Ja, nicht nur Real Rainbow Six, sondern da wird auch Folgen. Call of Duty Turniere wird es geben. Es wird FIFA Turniere geben, Freunde. Und ihr könnt auch selber, wenn ihr möchtet, gerne Turniere über unsere Seiten veranstalten. Wir stellen euch quasi die Plattform zur Verfügung. Ja, das heißt, ihr müsst halt im Endeffekt nur gucken, dass ihr den Cup voll macht. Beziehungsweise wir haben da vielleicht die eine oder andere Hilfestellung, die wir euch geben können. Und dann haben wir einen geilen Cup, den wir für euch austragen. Und dann geht's ab. Alternativ, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was wir so treiben, könnt ihr gerne uns da ein Like hinterlassen. Und auch hier. Da freuen wir uns natürlich immer für die Unterstützung, die ihr uns dazukommen lasst. Und heute, was ihr bisher jetzt hier gemacht habt, an Unterstützung ist einfach phänomenal. Da sind wir mehr als hyped. Andi hat da auch ein bisschen Glückspipi in die Hose schon gemacht. Also das ist krass. Danke, Janosch, für dein Follow. Nett und schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ja.
Ansonsten warten wir auf die Teams. Die machen natürlich auch nochmal einen T-Shirt-Wechsel, weil da dürften auf jeden Fall jeweils 5 T-Shirts durchgeschwitzt sein. Da müssen sie natürlich mal nachlegen, dass sie da andere T-Shirts bekommen. Wird das Bild gerade jetzt hier ein bisschen dunkel? Kann das sein? Guck mal, Andi, ist das Bild dunkel hier? Guck mal auf der Cam, ob da alles gut ist. Das kommt wegen den hellen Bildern hinten. Ah, jetzt ist es wieder normal. Ja. Verstehe. Alles klar, krass. Das ja. Also, wir haben bisher was Geiles gesehen und wir sind dabei, noch mehr Geiles zu sehen. Ich bin so gespannt, wie es gleich weitergeht. Wie gesagt, die Teams machen ein kleines Pipi-Päuschen. Wir bleiben aber für euch live drauf. Ja, das heißt, wir haben auch jetzt die Zeit, mal mit euch ein bisschen zu kommunizieren. Ja, ihr könnt natürlich schreiben, wir sehen es sofort, antworten dann auch jetzt sofort. Aber ihr werdet es erst in 3 Minuten hören, da wir ein Delay drin haben. Delay, hey. So, wir gucken doch einfach mal in den Chat. Was ich bin jetzt gerade einfach mal ganz hier alles abgegangen und habe einfach mal geguckt, ob irgendwo ein Kabel locker ist oder sowas. Und? Ich denke nicht. Sehr gut. Also ich kann leider nicht genau sagen, woran das liegt. Mein so. Team spielt stark auf, nächste Map wird auch so heiß, aber diesmal für uns. Ja, First Seven Esports Chopper schreibt selber gerade hier, wo war es gerade, starkes Game, One-Up ist einfach heftig, schreibt er. Die gehen wirklich gut nach vorne und ich meine, er spielt auch gerade selber, oder Chopper? Nee. Spielt, glaube ich, gerade nicht. Ja, aber es ist definitiv 2 starke Teams. Also, auf jeden Fall. Die stehen zu Recht im Finale hier. Auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ich bin da froh, dass wir das Finale hier heute casten. Und es war bis jetzt schon sehr geil. Ich denke mal, ihr habt da draußen an euren Bildschirmen auch Spaß. Oder ich hoffe es zumindest. Also ich gehe mal davon aus, ansonsten wärt ihr wohl nicht mehr hier. Und wer doch, verpisst euch. Vielleicht haben sie auch 90% die Leute einfach gemutet. Kann ja auch sein. Das wäre auf jeden Fall lustig. Ja. So, Ronnie Bonnie, bitte zügel deine Ausdrucksweise, ansonsten wird sie gezügelt. Und für Frohlich gilt das Gleiche. Ja, und Synth3XI. Dafür haben wir ja unsere guten Moderatoren und die werden das sich, glaube ich, auch gleich drum kümmern. Da hat das so ein muss Ziel. Nämlich nicht sein. Ja. Also bleibt entspannt, Freunde, wir genau. Sind es nämlich auch. Und wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann dürft ihr gerne woanders sein. Aber dann werdet ihr entspannt. Dann werdet ihr entstreamt. So, es fehlen noch 3 Häkchen, dann kann es losgehen. Ja, also wie gesagt, Freunde, die Mods wissen es, die gucken es auch nicht lange genau. An. Da gibt es auch keine Vorwarnung oder so. Wenn da einer meint, der müsst hier einen dicken Lolli raushängen lassen, ja, dann geht immer davon aus, ich habe den größten und dann klären die anderen den Rest. Das ist eine ziemlich einfache Geschichte. Genau. So, ja. Aber wir haben Häkchen und wir gehen auf Oregon, weil deshalb sind wir Oregon. Hier. Let's go. Let's go. Ole, ole. Aha, der Brian hat schon Griff. Ruhige kleinen Hasen. Pop. So, ja, so muss sein. So. Jekyll ist raus. Der wurde auch eben oft gepickt, ne? Info mit dem Shirts haben die Jungs? Fragezeichen. Nein, vermutlich noch nicht. Ich werde jetzt aber mal reinschauen, ob ich die Info kriege. Ich gehe nur aus dem WLAN raus. Ying ist raus, Virtual ist raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind auf Oregon. Ja, Myra oder Echo wird jetzt hier wahrscheinlich noch das Feld räumen müssen. Und es ist... Oh, Clash. Okay. Ja, die war in der ersten Map... Das fanden die nicht gut. Da hat die doch auch einiges gemacht und vor allen Dingen echt genervt. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier eine Info habe. Hier sieht es nicht nach Info aus. Dann gucke ich noch hier.
So. Also. Ich weiß halt. Krass, guck mal, also mein Internet hier unten, also Line, Twitch, das ist sehr Ivana, langsam. Blackbeard das nehmen es jetzt mit Jäger, Legion, Bandit, Valkyrie und Mute auf. Auf das mobile Netz. Der, ja, Oregon, jetzt sieht man geht's immer. Es geht halt um alles. Ja, es geht aber auch um alles. Also ja, First Seven Esports muss jetzt diese Map gewinnen. Muss. Sonst ist das Ding hier für 1UP entschieden. Und zwar gibt es nochmal ein Sixpack hier von Blackbeard auf den Blitz von Kanaak. Ich bin gespannt. Du auch? Auf jeden Fall. Willst du dich wagen, eine Prediction rauszuhauen oder lieber nicht? Nein. Na gut. Ich hoffe, dass es First Seven macht, damit wir mindestens noch eine Map sehen. Sagen wir es mal so. Okay. Ich, bevor es losgeht. One-Up in der Defense und First Seven im Angriff. Ja? Würde ich auch noch eine kleine Sache, aber es lädt gerade noch mein Handy. Ich möchte hier noch die genaueren Infos dazu haben. Ihr werdet gleich mal einen Link hier in den Chat gepostet bekommen. Und zwar hat uns First Seven auf eine schöne Sache angesprochen, wo wir natürlich gerne mit unterstützen. Aber jetzt lädt aktuell mein Handy und ich habe hier leider noch die genauen Infos nicht. Und ich möchte Sven genau besprechen. Es geht um eine kleine Charity-Sache, die ich sehr gut finde. Dieses mobile Netz hier unten im Keller ist traurig. Ich sag dir aber, wenn ich jetzt ins WLAN gehe, droppen sofort wieder die Frames. Erstmal mitnehmen, ja. So, mitnehmen. Ja, dann schauen wir doch mal, wie das jetzt hier läuft. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ja auch ein flüssiges kleines. Das ASW, danke vielen für Dank. Follow. So, und hier ist dann gleich Kontakt. Da steht der Clever drin, der Mute. Oh ne, der wartet nur. Der wird ihn jetzt gleich. Ja, wird ihn einfach in den Rücken, ja. Hinterher. Clever, guck mal, wie er nichts macht. Ah, aber er kommt nicht hin. Wow! Noch einer. Ach du Scheiße, wow. Nach Polix holt sich Gerti und zieht dann sofort 4-5. Weg, aber der hat nichts mehr. Der hat gar nichts. Kanaash gegen Snipe Polix, der ist dann raus. Konji gegen Kanaash. Ah, ist er heftig. Aber das ist es, ja. Ruhig bleiben, auf den Moment warten. Nicht sofort schießen, wenn man sieht, sondern manchmal auch mal. Heftig. Alle gehen. So, crazy jetzt hier. Na, ja, sie versuchen da jetzt irgendwie Konji ein bisschen abzufacken. Ah, Kiryu kommt auch dazu. Also versuchen sie jetzt zu switchen, zu doppeln. In Sandwich zu nehmen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich direkt anfangen. Crazy jetzt hier. Sei mal. Und gönnt ihn sich. Konji ist raus. 3-3. Oh Gott, ich sehe selber nichts mehr. Man müsste dem Zuschauer nicht so hart flashen. Schöne Cam da. Horst Hemke stellt auch ein Shirt, was wir raushauen können. Design bestimmt ihr. Habt ihr gehört? Also nachher wird auch noch ein Shirt rausgehauen. Größe dürft sicher ihr wählen, denke ich, Horst. Habe ich hoffentlich nichts Falsches gesagt. Horst, du kannst ja nochmal ein bisschen genauer schreiben, was für ein Shirt. Und dann geben wir das gleich genauer bekannt. Ist es ein GC Cup? Deswegen frage ich, was für ein Shirt. Das können wir dann bestimmen, was drauf kommt. Ja, das ist das Problem und das macht halt einfach 1UP besser. Das Zeitmanagement ist einfach besser bei den Jungs. Weil jetzt sind es wieder nur noch 6 Sekunden, die müssen noch 3 Leute fracken. Also, er ist jetzt gezwungen da reinzugehen, Sachen zu machen, die er vielleicht nicht machen soll und dann, das war's dann. Was? 1UP ist in dieser Situation einfach cleverer. Ich will nicht sagen, dass sie besser sind. 1-0 für 1UP. Die sind aber cleverer, ja? Weil die Jungs von First Seven Esports haben ein Problem mit ihrem Zeitmanagement. Ja. Und das jetzt nicht zum ersten Mal und das kostet auch diese Runde. Ja. 1-0. Krass. So, aber jetzt nochmal auf das zurück, was ich unterstützen möchte. Und zwar geht es darum,
Eine alte Schulkameradin von einem Spieler bei First Seven. Die Tochter, die ist ziemlich schwer erkrankt, die ist 2,5 Jahre alt. Luana heißt die Gute. Und schwer krank und es fällt wohl sehr schwer mit ihr zum Arzt zu fahren, sonstige Fahrten zu machen. In Deutschland kriegst du ja wirklich alles bezahlt, aber zum Beispiel ein Fahrzeug, was umgerüstet werden muss für ein schwerbehindertes Kind oder für ein schwer erkranktes Kind, das gibt es nicht. Das wird auch nicht bezahlt. Und dafür sammelt jetzt First Seven mit vielen, vielen anderen Teams Geld und möchten das zusammen an die Mutter übergeben. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Und das unterstützen wir natürlich auch und wir möchten euch natürlich auch das Angebot geben, das Ganze zu unterstützen. Unsere Mods werden euch gleich einfach mal Links reinhauen, die damit zu tun haben, dass ihr mal die Facebook-Seiten seht, wo es darum geht, die Facebook-Seite auch von First Seven seht, die darüber schreiben und die PayPal-Konten habt. Und der möchte, jeder kleine Euro hilft dem guten Kind und ist für eine gute Sache. Finde ich toll von euch, First Seven, und von den anderen Teams, die da mitmachen. First Seven, ihr könnt ja selber mal hier noch reinschreiben, falls ich hier Infos vergessen habe. Und wir freuen uns, wenn das unterstützt wird. Alles korrekt. So. Ja, die Welt ist scheiße genug, Alter. Manchmal muss man auch mit kleinen Sachen kann man vielen Leuten helfen. So. Ja, ein umgerüstetes Auto, dann brauchst du ein großes Auto, wo du sitzen kannst. Da hast du ganz schnell 40.000, 50.000 Euro an der Backe. Das Umrüsten ist so teuer. Ja. Und das zahlt halt, das ist schon mies. Und du bist ja eh schon bestraft genug, wenn du ein Kind hast, was dann eine schwere Krankheit hat. Das ist ja schon schlimm genug. Daher ist es eine gute Sache. Wir werden da auch nachher noch eine Kleinigkeit mit reinhauen. Zurück zum Spiel. 5-5 steht's noch. Aber First Seven hat schon ordentlich was abbekommen und konnte nur ein bisschen verteilen. Entry-Punkt. Also, sie haben kein Termite mitgenommen. Dementsprechend müssen sie es mit der Hibana machen. Gerti liegt draußen. Müssten sie aber. Kriegen sie aber auch 50% rebootet. Ja, da muss ich sagen: Oh, Kanak gönnt sich da Crumzy. Der nächste raus. Oder frisst er auch wieder böse und ist down. Und wird geholt, Konji. Venom packt sich Gerti ein. Ah, das sieht ja crazy gegen Snaporix. 3-3. Stun Grenade out. Die Wand wäre offen, aber die Jungs von One-Ups spielen das wirklich gut. Das kann man gar nicht anders sagen. Sie spielen es wirklich gut. Es ist ganz schwer für die Jungs von First Seven Esports hier irgendwie. Venom liegt. Und Konji, da schönes Ding gegen Tracy. Und da die. Pushen sie da an. Ja, auch der liegt da. Kiryu packt sich jetzt im ersten ein. Aber es ist im Endeffekt nur noch ein 1 gegen 1. Ja, ne? Oh. Ja, er obwohl. Muss ihn aufsammeln. Aber das rührt auf der anderen Seite. Das, genau, das macht nämlich. Oh, und guck mal, wie nah die. Er macht's nicht. Nein, er macht's nicht. Er schießt einfach die Leute down. Und er holt beide. Konji kloppt's einfach durch. Er holt seinen Bruder nicht. Nee, der geht einfach ein bisschen bumsen und haut die anderen raus. Ja, Küsschen gehen da raus, Mensch. Ja, ganz genau richtig gesagt. Oh. Ja, krass. 2-0. 77er Puls. 2-0 für OneUp. Also, das sieht hart danach aus, dass OneUp auch die dritte Map für sich entscheiden könnte. Und dann wäre es rum. Dann wäre das Finale rum. Krass. Krass. Heftig, oder? Ajo. Ist krass. Uiuiui. Ja. Okay, also 2-0 OneUp. Und First Seven, die sind wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen down, ja. Und sowas. Die müssen runterschlucken, konzentrieren, in Ruhe spielen. Die können diese Map noch für sich entscheiden. Sie müssen nur an einigen Stellen etwas ruhiger spielen, etwas konzentrierter spielen. Denn
An den Kills liegt's nicht, das können die. Das ist nicht die Frage. Das ist, die Strat vielleicht, aber ich habe so das Gefühl, vor allem die Ruhe. Die Ruhe, um mal zu sagen, wir warten hier oder wir gehen mal zu zweit jetzt drauf, so, dass selbst wenn einer fällt, der andere im Rücken steht oder ich lasse ja nicht den einen erst drauf gehen und dann renne ich hinterher. Also so an manchen Stellen, da kann man noch feilen. Aber es sind beides sehr mächtig starke Teams. So ist es halt, ne? Ja, es sind ja meistens Kleinigkeiten, ne? Gerade umso höher das Niveau wird, umso kleiner sind die Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Ja. Weil da kann jeder kleine Fehler kann halt dazu führen, dass du halt aus dem Spiel genommen wirst und dann halt, ja, das setzt sich halt so ein bisschen fort. Ja, dann brauchst du zu lange im Endeffekt, um die Wege zu machen, ja, deinen Angriff vernünftig vorzubereiten und aufzuziehen. Und all das zusammen addieren ist einfach das Problem am Ende. Ja. So, schauen wir mal. Wir haben Konji. Und der ist schon wieder draußen, auch sehr aggressiv. Aber der spielt hier auch eine gute Runde. Ja, da wollte er nochmal was schnappen, ne? Naja, wir wollen natürlich schon Schaden verteilen. Das muss nicht der Kill sein, aber es reicht, wenn du einfach schon mal ein bisschen Schaden verteilst, ne? Um da einfach den Gegner zu schwächen, der muss vorsichtiger sein. Ja, die bauen sich da oben ein. Die verteidigen das Ding von oben, da kennen die nichts. Oh. Da oben ist sie, die. Oh, schönes Tyler! Die ist raus! Kanak hat sie. Oh, schöner Headshot. 5-4. Oh, aber kommen sie ins Sniper-Rex, holen sie direkt 2-3-4. Den Vorteil direkt wieder zurückgeholt. Ja, sag ich ja, das ist es ja. Also da ist einfach. Konji droppt auf. Schau mal, das ist alles durchgeplant da. Ja, da gibt's paar Hits und dann wird sofort abgehauen, hinten wieder hochrotiert. Und das macht halt OneUp einfach in Perfektion. Das muss man einfach so sagen. Es ist ganz, ganz heftiges Gameplay ja. Von OneUp Esports hier. Auch wieder ein Köpfchen. Da ist es auch wieder gewesen. Ja, die sind aber ruhig, die sind nicht killgeil, die spielen einfach im höchsten Maße professionell. Die wollen einfach nur Sniperics gegen Crazy und da Konji gegen Lyrical, 1 gegen 4. Ja, Kiryu kann einziehen, wird aber voll beschossen von überall, er weiß gar nicht von wo. Ja, also OneUp ist hoch veranlagt, was die Jungs da machen. Ah, die. Ja, da muss er auch weg. Die saß ja, gut. Ja, aber das bringt halt trotzdem dem Kiryu nichts mehr. Ja, es sind immer noch 28 Sekunden gegen 3. Also, das ist schwierig. Und die Jungs kommen halt nicht, ne? So, im Rang siehst du immer wieder Dullis, die rennen dann davor, vor die Flinter, so, die laufen nicht. Hier. Da steht einer. Und Konji ärgert einfach ein bisschen, indem er rausgeht. Und jetzt ein bisschen von hinten reinschießt. Guck mal hier. Ja, kannst du nichts machen. Und Sniper-X macht dann den Deckel drauf. 3-0 für OneUp. Nicht wahr. So ist es. Krass. Das ist heftig. Ja, jetzt sieht's wirklich ganz, ganz schwierig aus für First Seven Esports. Die machen das gut, aber ich glaube, die sind jetzt auch ein bisschen gedrückt. Die zweite Map, die war ziemlich straight, bis dann wieder so knapp bis zur Halbzeit. Du musst jetzt halt gucken, dass du in irgendeiner Weise eine Runde holst und damit du wieder reinkommst. Und dann die Runde musst du dich pushen, dass du wieder eine Runde holst und so weiter und so fort. Ja? Das wäre jetzt noch so eine Möglichkeit. Aber ansonsten, gebe ich dir recht, könnte es eng werden. Ja, ja. Sehe ich auch so. Aber denkt daran, Hashtag Game Catering, um an der Verlosung teilzunehmen und um den dritten 25-Euro-Gutschein freizuschalten. Da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit von entfernt. Dafür brauchen wir noch ein paar Follows. Da können vielleicht die Mods nochmal schreiben, wie viele da noch fehlen. Hau das rein. Dann gibt es 3 25-Euro-Gutscheine, nicht nur 2.
Hashtag GameKit. So. No. 10 seconds to insertion. 5 seconds left. Ruf mal hier. Danke. Attackers recovered the bomb diffuser. Attackers objective is to locate a bomb. Ja, und ich gehe mal kurz in Konji. Ich habe das Gefühl, der fühlt wieder böse im Schild. Der Mächt, ne? Mächt's probieren. Gut, der wurde ausgedrohnt. Wahrscheinlich jetzt erstmal nichts gut. Oh, da ist schon einer. Aber er hat halt nur gefressen, ne? Jetzt muss er. Aber das hätte richtig schöne Headshot geben können. Ja, die Camps sind auch noch gut von Crumsy. Ja, von unten gearbeitet, das passt soweit. Also die Jungs, der Angriff passt soweit, aber... Oh. Sie probieren es halt auf 3-4 verschiedenen Wegen und da ist halt die Frage, warum, ja? Da waren aber gute Predictions dabei. Ja, aber noch 5-5. Minute... Ja, aber die Jungs von First haben schon gefressen. Ja, da ist nur noch die Twitch und die Ash mit Full Life. Der Rest ist alles schon Half-Life oder weniger. Und das ist halt gefährlich, ja? Konji hat natürlich auch schon ein bisschen was gefressen, aber der Rest ist noch jungfräulich. Der ist noch frisch. Die teilen hier aus von oben. Ja, was war denn? Gerti gegen Gerti die. Und Steen. Das ist die Vorrex und Gerti. Frag, Refrag. Wenn du das so gut hinkriegst, dann kannst du halt auch mal einen Mann verlieren. Oh! Ganz schönes Teil Ding. Von Kanak gegen Venom. Alter Verwalter. Das ist jetzt so zweite, dritte das Situation, die wir gesehen haben von dem. Ach du Scheiße. Richtig schön. Sniperix holt sich Kiryu. Aber guck mal hier. Man spielt inzwischen eigentlich nur noch zwei. Gut, zwei. Oh, damit ist die Saxane fast geloppt. Wobei halt auch bei One-Up recht viel verletzt ist. Ja, lad lieber nach, nimm die andere Waffe. Lad lieber nach, nimm die andere Waffe. 1-3. Ja, gut. Ist schon wieder Hits verteilt, also da wird predicted. Gibt's Prediction schon. Schwierig, aber die Zeit ist auch hier das Problem. Also natürlich weiß er gut, wo die kommen und hin und her und kreuz und quer. Aber das Problem ist die Zeit. Und die wird ihm jetzt wieder zum Verhängnis werden. Da liegt schon das C4, wenn er jetzt gleich dahin läuft. Da liegt da Crumsy, gönnt ihn sich. Lange Rede, kurzer Sinn. 4-0 für Wannabe Sports. Heftig, 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 heftig. Holy Macaroni. Ja, da kommen die Jungs von First 7 Esports gerade nicht so zum Zug. Die kriegen es nicht aufs Tableau, was sie eigentlich drauf haben. Auf jeden Fall. Also das ist heftig. Game Catering Joker. Weiß nicht, was damit gemeint ist. Sniper Scream ist da. Hallihallo. Schön, dass du auch da bist. Ich bin der Sniper. Und ich bin auch dabei. Ach, Joker ist... Achso, deswegen. Katerung, ich verstehe. So war das gemeint. Jetzt habe ich verstanden. Ja, Antimaterie 3. Achso, 3. Ja, ist richtig. Hast du gut gelesen. Super Sache. Ja, es geht noch schnell in dieses Gewinnspiel rein. Hashtag Game Catering, denn wir losen nach dem Finale aus. Und es steht aktuell 4-0 für 1UP. Also 1UP hat gerade einfach einen ganz guten Stand, muss man sagen. Ja, die haben gleich hier ein Level Up. Ja. Mario!
It's a me, Mario. Alter, Alter, also. Ja, also Gewinnspiele, es sind jetzt echt geile Preise dabei. Bisher zwei 25-Euro-Gutscheine. Ein T-Shirt von Horst Hemp Gewerbetechnik. Schlüsselbänder noch, AA-Shocks. Da gucken wir mal, viele. Dann haben wir noch Festivalbändchen, Gummibärchen, die kommen bei dem Päckchen mit dabei. Viel geiler Scheiß. Viel, viel geiler Scheiß. Also, Hashtag GameCatering. Und das ist auch Weihnachten. Ui. Hat aber, ein bisschen hat er gezogen, ja. Crumsy, Conny, packt aber Kanasch weg. Also, es fängt schon wieder gut an hier. Also, First Seven, die anderen Runden haben ja wirklich doch noch ganz gut funktioniert. Aber hier. Aber hier finden sie gerade kein Boden. Ich glaube, sie haben ihren Meister gefunden. Vielen Dank einmal, Alpha Mail. Dankeschön. Kleiner köstlicher Knubbel. Perfekt. So, Wand ist auf. Oh, Heft, Heft. Ja. Sie können halt hier nicht so gut reinarbeiten, wie sie das gerne wünschen würden. Das ist das Problem, weil sie Angst haben müssen, von allen Seiten von OneUp irgendwie beschossen zu werden, weil die null Respekt haben. Da läuft immer alles durchs Bild. Ja, Crazy wird rausgezogen wieder. Er konnte ein bisschen Schaden machen, aber er liegt. Ja, und die spielen es halt mega aggressiv. Ja, die spielen es einfach gut. Das muss man einfach sagen. 4-0 vorne, da würde ich auch aggressiver spielen. Ja. Da kann man auch mal eine Runde abgeben zur Not. Aber vielleicht machst du jetzt auch schneller den Sack zu und durch ist das ganze Ding. Marvin, dankeschön für dein Follow. Zweimal ist er eben entwischt jetzt. Hier, Junge. Du hörst die Snap-O-Rex. 3-3. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Er kann da eigentlich blenden. Jetzt kann er. So, und jetzt muss die Twitch hier arbeiten. Gleichzeitig schauen wir hier. Okay. Oh, das war jetzt aber das erste Mal, dass er blend durch war hier in der Map. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt bin ich mal gespannt. Da liegt aber schon der nächste Spieler. 3-3. Und Dean hängt hier. Ah, Konji packt sich Lyric, aber die oben rein pushen, rechts, guck mal, wo die sind. Ah, da kann er aber rausziehen. 2-2. Hier, Junge, 2-1. Das sieht doch jetzt mal richtig gut aus. Ja, er kommt. Nein. Ah, Dean. Ja, jetzt aber abwarten. Nicht. Geh weg, du brauchst doch gar nicht da sein. Gerti. So. So geht's mal. 4-1. 4-1. Sie haben es jetzt nicht auf einen Matchball fliegen lassen, sondern sie haben vorher schon den Punkt geholt. Und jetzt geht's in den Roll-Change. Das heißt, jetzt First Seven in der Verteidigung und One-Up im Angriff. Vielleicht kann First Seven hier einfach ihren Stand ein bisschen besser halten. Vielleicht klappen da die Taktiken auch ein bisschen besser auf Oregon. Das werden wir jetzt sehen, aber das war das allein für die Seele war das schon mal ein wichtiger Punkt, den zu holen. Dass das Team einfach nochmal weiß, hey, wir können an sich hier Punkte machen. Nur... Ja, vielleicht gibt's man muss halt da jetzt Momentum, ein bisschen aus dem Pushen kommen. Man muss einfach ein bisschen aus dem Pushen kommen. Vielleicht gibt es jetzt für die Jungs ein Momentum. Ich weiß es nicht. Aber hier, wir haben schon alles gesehen. Bei den Cups auch vor allem gesehen. Selbst im Finale, beim ersten Cup, aus einem 5-0 wurde ja noch ein 7-5 gemacht. Im Finale. Das war, also, alles drin. Aber, ja. Das war heftig auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. BTX, UI, not okay, vielen Dank für den Follow. Das könnte ich nicht richtig aussprechen, keine Ahnung. Das kann keiner von uns. Ja, wichtig ist ja, dass wir das mit dem Team machen. So einfach kann jeder. Gelle? Sie kleiner Schlingel? Schlingeline meinst du? Ja, muss schon sagen, also One-Up ist schon eine Nummer. Ist schon eine Macke. Ist schon ein Nimmerke. Attackers have located a bomb. Noli machen wir genauso. Haben wir auch Bock drauf. 10 seconds left before insertion. You can do it. Oh. So, also so fängt man nicht gut an, wenn man sich erstmal den eigenen Kameraden in den Fuß schießt. Ja, was hat das denn gerade für ein Hänger? Komm nicht über den Maschendraht. Maschendrahtzaun. In the morning. Maschendrahtzaun. Ich glaube, da sind wir zu alt für. Das kennen die meisten schon gar nicht mehr. Das kann sein. Aber ihr könnt mir das wirklich mal interessieren.
Schreibt mal in die Kommentare. Kennt ihr das noch von TV Total Maschendrahtzaun? Damals? Kennt ihr das? Das könnte wirklich sein, dass das viele nicht kennen, ne? Das würde uns dann spätestens dann würde uns das klar machen, dass wir extrem alt sind. Ja, leider, ne? Alt und rumpelig. Schrumpelig. Schrumpelinig. Guck mal, der Kirjo, der liegt einfach da hinten, macht mal ein Chili-Milli-Päuschen. Auch mal ganz angenehm. Ja, oh. Der mischt sich dann später. Ich leg mich mal hier hin. Oh, crazy, aber hier. Gegen Konji, hat er den gesehen? Ja. Oder? Ja, hat er. Und auch von Echo da. Aber warum? Oh, er hat ihn noch gesehen und er frisst mehr als er verteilt. Ah, wohl, naja, hat er ziemlich gleich verteilt. Sehr schöner Headshot. Gonji holt sich bei Crazy. Gönnt sich Crazy. Den einen unter die Hälfte geschossen und den anderen noch geholt. Ne, das ist der Hälfte gewesen. Ist jetzt tot. War schon derselbe Spieler. Ach, krass. Gut, er hätte auch gar nicht erst die Hälfte unterschießen müssen, wenn er eh in die Fresse schießt. Ja. Genau. Oh, ah, da liegt der nächste. Ich hab was, ich da grad. Was passiert denn hier jetzt? Ah, er holt ihn aber hoch, ne? Er holt ihn hoch. Ja, ja. Warte, wenn er jetzt da einen Winkel kriegt, ne, hat er. Da liegt er nämlich direkt wieder weg. Sehr, sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Oh, kriegst du aber jetzt von Lyrical. 3-4 steht's. Ah, es ist so knapp, Freunde. Die Runden sind knapp, aber meistens ist One-Up im Endeffekt der. Mit der hat die Hosen an, 2-4. Und auch hier sieht's danach aus, dass sich OneUp diese Runde reinfährt. Und dann haben wir Matchbälle. Dann geht's um alles. Dann geht's um alles. Da spielt OneUp einfach wirklich richtig, noch mal gegen richtig stark. Aber die Jungs von OneUp sind alle noch full live. Ja. Lyrical gegen Venom, das macht er schon gut, der Lyrical, aber Kanage liegt zum zweiten Mal. Marvin, das hier ist das Finale, also hiernach gibt es kein Spiel mehr. Wenn die Map hier geholt wurde, dann hat OneUp gewonnen, wenn Verseven das noch macht, dann... Aber den kann er nicht holen, ja, das ist das Problem, er kann nichts machen, Lyrical hat auch 0, gar kein Leben. Ja, eine Idee ist das, man muss, ansonsten bringt's nichts, ne? Okay, Kanage Gaming ist wieder am Schlüssel. Die Frage, wie lange noch? Naja. Eine gute Frage. Eine wichtige Frage. Aber hier, halb ist rum. Naja, er läuft es schon, das passt schon, aber der wartet ja auf ihn. Das ist ja gut. Das war's. Crumsy und Crumsy. 1-5 für OneUp. Und damit haben wir Matchbälle, Freunde. Matchball. Es neigt sich dem Ende zu, wenn ich jetzt hier gleich First 7 Esports den absolut kranken, oberheftigen hier die Aufholjagd startet, dann kann es passieren, dass nach dieser Runde das Ding hier gelaufen ist. Ja, das ist Xbox Maestro. Also, gebt alle nochmal Hashtag GameCatering einmal und am Gewinnspiel teilzunehmen, weil nach dem Match werden wir direkt auslosen. Und es sieht aktuell wohl so aus, dass OneUp diese Map macht. Also ihr müsst jetzt schon mit viel, viel, viel passieren. Ach, guck mal da, Maschendrahtzaun, jetzt ist es angekommen. Von Stefan Raab. Hier muss jetzt noch viel, viel passieren, dass das anders ist. So leid es mir tut, weil First Seven hat wirklich auch ein tolles Match hier hingelegt. Aber OneUp ist einfach ein ganzes Stück besser aktuell. Sie spielen das Ganze ruhiger und besser. Ja, ich kann das nur bestätigen. Das ist. Jetzt gibt's nochmal Capcan. Los geht's! Nein, auf den. Da wollte ich's dir nicht hin. Ich hab gerade natürlich einfach den armen Knopf. Der hat auch schon mal was bekommen. Ja, also ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei First Seven vielleicht auch ein bisschen Luft raus ist. Ja. Das ist 3 Ich meine, in Best of 5 ist eh immer anstrengend. Man ist aber erst in der dritten Map. Also Luft raus hätte ich jetzt in der vierten Map.
oder in der fünften ist für mich Luft raus im Sinne von, dass sie nicht mehr können oder so, sondern einfach, du hast enttäuscht. Zwei Maps verloren, liegst jetzt 5-1 hinten, du resignierst halt dann irgendwann. Ne? Ja. Dann sagst du, okay, das denke ich also auch. Die Wahrscheinlichkeit, aber dass du es noch holst. Guck mal hier. Ah, Spawn Peak, wer, also... Ja, auch nicht. Oh. Beide fressen ganz gut, aber... Das ist halt das Problem, du musst den halt sofort killen, wenn möglich. Ist halt schwer, ist mir ist natürlich klar. Also wir können ja immer leicht reden, aber... Da kommen sie jetzt hoch, guck mal, die zwei. Ja. Und die wissen, dass das Fenster offen ist, der eine guckt rechts dran, der andere oben. One-Up spielt das einfach heftig. Ja, fällt mir gut. Guck mal dahin. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da kam doch jemand rausgesprungen, oder? Ja, Gerti, das war schön. Gerti holt sich Dean. 5 gegen 4. Ja, vielleicht brauchen sie einfach die Matchbälle, um ein bisschen Stress zu haben. Ja, das ist... Na, kann er Arsch gegen Crumzy. Conji ist hier am Fenster. Ah. Jetzt weiß aber auch jemand, dass du da bist. Dieses Uwe ist auch dabei. Das findet Kree die Klinge gut. Ja, das feiert sich hier so rein. Ja. Oh, warum? Geht der denn hin? Rennt er einfach weg! Boah, holt er sich Kanon. Aber er ist durch die Kapkan-Falle gerannt. Der erste Platz kriegt übrigens auch noch ein Wildcard für den nächsten Pay-Cup. Also auch nochmal 20 oder 25 Euro. Die ist heftig! Hat aber nichts gemacht. Ah! Also Achtung, Köpfchen! Spielst. Ja, wieso? Du musst das nicht so spielen. Ja, ne, die müssen noch rein. Lass sie doch mal kommen, die haben jetzt 5 Sekunden. Der auch die ganze Zeit seine halbe Stunde am Fenster, der wartet nur. Ja, aber ich meine, das ist ja okay. Ja, das ist völlig legitim. One-Up hat's nicht anders gemacht in dem Moment. Na, jetzt stehen sie auch. So, jetzt siehst du es, jetzt stehen sie halt und warten und sagen, ja, komm. Mach dir doch mal die ersten Schritte, dann schauen wir mal. Oh, Crazy Conji. Sieht gut aus jetzt. Die Runde sieht gut aus wieder. 4-2. Ja, er darf nicht hingehen. 15 Sekunden noch. Warte doch noch. Warte, genau. Mach nichts. Venom wird aber weggehauen jetzt. Venom holt sich aber Crazy. Ja, aber sie müssen jetzt. 4 Sekunden, er geht rein. Schönes Ding von Gerti da. Venom gegen Lyrical. Und jetzt gibt es diese ganze Frackerei. Warum? Somit 2-5 für immer noch One-Up, aber MC zumindest Matchball abgewehrt. Yo. Den ersten. Danke für dein Follow, Bruder. Supply Room und Laundry Room. Wir gehen in den Keller. Hammermäßig. Das hört sich witzig an. Ah, krass, was wir hier... Also krasses Finale. Heftig, heftig, krasses Finale. Das macht richtig Spaß. Und dafür, dass wir auf der Xbox fast nicht gespielt hätten, weil nicht genug angemeldet waren, haben wir jetzt hier wirklich Spiele vom Feinsten gesehen. Also vielen Dank, Teams. Ihr habt bewiesen, dass die Xbox-Community auch da ist und dass sie groß ist und dass hier viel passiert. Das ist stark. Wir freuen uns echt auf den nächsten Cup schon. Genau. Und deshalb gibt es erstmal hier Ausrufezeichen GCC Cup. Da könnt ihr euch nämlich mal die Webseite angucken, euch anmelden, ein Team erstellen. Ja, und sobald da neue Cups announced sind, könnt ihr da gerne anmelden. Es ist PS4, Xbox, PC, es ist Rainbow Six Siege, es wird kommen COD, es wird kommen FIFA 19. Also, ihr könnt unsere Seite nutzen, um richtig Spaß zu haben und euch im Competitive-Bereich mit den Besten zu messen. Weil auf der PlayStation, auf der Xbox haben wir sie, glaube ich, da. Und auf dem PC werden sie folgen. Du hast hier ganz gutes Netz. Darf ich mal dein Handy haben? Ja. Kannst du es mal entsperren für mich? Schau dir. Du bist hier in meinem Keller gutes Netz. Das
klar, du hast ja auch Kinder Telefon. 10 seconds remaining. Falsche Unde gespart, mein Freund, ne? 5 seconds left. Wir haben 2010 Follower. Es fehlen noch 40 Follower, um den dritten Gutschein freizuschalten. Also, gebt nochmal Gas, dass ihr die 40 Follower zusammenholt. Oh, Conji, one up. Ich glaube, der will jetzt hier Hail Mary machen. Ne, er wird auch gut abgehängt. Gerti gönnt ihn sich. Wie stehen sie denn so? Wie stehen sie denn? Naja, für den Moment stehen die Jungs von First Seven einfach gut, das muss man sagen. Ja, sie scheinen es auch jetzt ein bisschen anders zu spielen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen kontrollierter. Und ich denke, das ist gerade in der Defense wichtig, dass du einfach mal den Spot hältst, den Engel hältst, um zu gucken, was passiert, weil der Gegner ist in der Situation, arbeiten zu müssen, moven zu müssen. Ja. Und du musst nicht unbedingt, du kannst auch mal warten. Ja, du hast ja die bessere Position. Du hast noch deine ganzen Gadgets und so weiter und so fort, die für dich arbeiten. Ganz so defensiv aber auch nicht. Deshalb haben sie ja noch Kiryu, der dann sich irgendwann bei gegebenen Calls auch einstellen wird und da angreifen wird. Ich bin wirklich mal gespannt. Der Blitz ist unten und gibt mal ein paar Shots raus. Das kann Crazy aber auch. Ja, jetzt bearbeiten sie den Kollegen da. Bomb located by attackers. Jetzt mal der Hopper. So. Der Hopper hier ist schon auf. Und da. Und jetzt wird, glaube ich, Kiryu genau so langsam aktiv. Und da ist er auch schon. Der wird jetzt mal gucken, dass er sich da irgendwo. Oh, Venom da, schönes Ding mit der Nate. 4-4, 4-3. Ah, Kanaga aber gegen sich Venom mit der Pumpe. Wichtiger Refrag. Und jetzt ist er nämlich da, Kiryu. Ich weiß nicht, ob sie den auf dem Schirm haben. Und Kanaga ist auch schon oben. Schau mal. Oh, aber der schön. Kann gezogen werden, das ist alles Problem, der war zu aggressiv. 3-2, aber die haben nichts mehr. Er braucht rechts aber auch nicht dahin. Anhusten. Er braucht nicht. Nee, lass ihn kommen, rechts ist er. Er braucht nicht, wenn er clever ist, macht er nichts. Der andere ist clever, der wartet drauf. Der hätte ihn anhusten müssen. Ja. Jo, die holen sich auch noch bei Crazy. Meine und... Krass. Das war's. Freunde! Punkt. Nach einer starken Leistung von 1UP Esports haben die sich verdient, den Cup und den Titel German Community Cup Winner geholt. GG aus der Kommentatorenkabine für diese Leistung. Ja, wirklich, das war ein Hammer-Match, was wir hier sehen konnten, aber 1UP hatte einfach klar die Nase vorne. Ja. Da kann man nichts dran drehen. 1UP war hier einfach das stärkere Team. Ja. GG an beide Teams. Vielen Dank für eure Teilnahme, ihr Lieben. Ja, es war uns eine große, große, große Freude. Und ja, es war der erste Cup, aber es wird nicht der letzte sein. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben noch einige an Gewinnspielen auszubüßern. Ja, deswegen. Aber deswegen sagen wir jetzt nochmal, schnell jetzt nochmal Hashtag GameCatering eingeben und das Follow bei uns nicht vergessen. Weil nur Leute, die auch ein Follow bei uns dagelassen haben, können was gewinnen. Der Bene wird jetzt gleich nochmal präsentieren, was es hier alles so zu gewinnen gibt. Wir können ja auch gleich mal gucken, wie viele Arschox wir raushauen, wie viele davon wir raushauen. Oder hast du das eben schon mal so ein bisschen ausgedingst? Ich hab die alle wieder gepackt. Ja, okay. Das heißt, das können wir uns jetzt auch nochmal in Ruhe überlegen, aber wir können jetzt ja nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was so alles mit dem Cup war. Aber heftig. Also vergesst jetzt erstmal nicht Hashtag GameCatering. Wir losen dann bald aus. Wir haben ja 3 Minuten Verzögerung, deswegen warten wir dann noch ein bisschen ab, dass ihr noch ein bisschen Puffer habt, da was zu tun. Ihr solltet auch hier im Chat sein, denn wenn ihr uns nicht antwortet, wenn ihr gewonnen habt, werden wir nach einer kurzen Zeit jemand anderen auslosen dafür. Okay, so. Bene, was wir da gesehen haben, war ganz großer E-Sport. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber wir haben die ganzen Tage schon echt Hammer-Matches gesehen. Ich habe ja dann auch gestern und heute Mittag viel bei Raptor the Chief und bei Dark Genius zugeguckt. Es war egal was, da waren richtig, richtig Knaller-Matches dabei. Es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Teams, die teilgenommen haben. Auch wenn die Teams, die vielleicht schon rausgeflogen sind, das
was wir so bisher gelesen haben, ja, der ärgert man sich jetzt auch nicht so drüber, das passiert, aber man ist hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Nächster GC Cup werden wir in den nächsten 7 Tagen veröffentlichen, wann, wie, wo. Und joint deswegen unbedingt wieder. So, ja, One-Up hatte die Nase vorne. First Seven war stark, aber gerade zum Schluss war irgendwie Atem raus oder Konzentration raus oder ja, du die letzte Map, die war, ja, da war nichts mehr zu holen sozusagen. Da konnten sie kaum es entgegensetzen. Aber das ist okay, weil One-Up gilt ja auch als sehr, sehr, sehr starkes Team. Deswegen ist das alles fein und alles in Ordnung. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank an die ganzen vielen Zuschauer. Es war ja klasse heute. Also ich weiß gar nicht, wo jetzt unsere Grenze war. Ich glaube, ich habe zwischenzeitlich mal 160 Leute gesehen. Das war heftig für uns. Das hatten wir so noch nie. Vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank für die vielen Follows. Vielen Dank für die Abos. Vielen Dank für die Bits. Vielen Dank für die Leute, die bei YouTube auch schon mal ein Abo hinterlassen haben. Das ist ja das Follow bei YouTube. Vielen Dank für die Donations. Auf jeden Fall heftig, geiler Scheiß. Aber macht bitte noch mal, es sind so viele Leute hier, geht doch noch mal kurz auf YouTube und lasst uns da bitte einfach ein Abo da. Denn der Kanal, das ist echt schwierig aufzubauen. Und da muss noch einiges passieren. Da laden wir nämlich die ganzen Videos aller Casts und unserer Spielereien hoch danach. Und ihr kriegt das dann mit und könnt das dann da noch mal gucken. Also YouTube, auch ein sehr interessanter, spannender Kanal. Gut, wollen wir mal loslegen. Das sieht doch eigentlich ganz lecker aus, was da gemacht ist. Ich würde auch sagen, wir machen das mal so. Also Punkt 1. Es gibt zu gewinnen ein T-Shirt von Horst Hemp Gewerbetechnik. Der Link wird gleich irgendein Moderator hier nochmal in den Chat reinschreiben. T-Shirt, ihr dürft euch die Größe auswählen. Und wir wählen das Layout aus. Das wird ganz lecker. So, was es dann noch zu gewinnen gibt. Ich würde sagen, wir machen einfach so abwechselnd. Also es gibt zu jedem Päckchen, gibt es auf jeden Fall schon mal ein Tüte Gummibärchen dabei, aber das ist ja erstmal egal. Ich halte mal das erste rein. Was es zu gewinnen gibt, ist ein Schlüsselarmband. Kriegt man's hin. Hier, Game Catering. Köstlich. Nummer 1. Dann gibt's ein Schlüsselarmband, Game Catering und We Have a Game. Das ist das Giveaway Nummer 2. Dann gibt es als drittes hier ein schönes Festivalarmbändchen mit köstlich, mit Game Catering und köstlich. Und dann gibt es, Freunde, das ist jetzt Gewinnspiel 1, 2, 3. Dann ist das hier Gewinnspiel Nummer 4. Ein Päckchen Bloody Pros AA-Shocks. Knappen Wert von 12 bis 15 Euro. 12 bis 15 Euro, ja. Verlosen wir nicht eins von, sondern wir verlosen auch nicht zwei davon. Wir verlosen drei davon. Freunde, also. Somit sind wir schon bei 7 Giveaways mit dem T-Shirt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das T-Shirt sind 7 Giveaways, Freunde. Plus 25 Euro PSN-Karte vom Andi. Plus. Weil wir die 125 Euro Zuschauer geknackt haben. Und das 25 Euro Gutschein, weil wir über 2000 Follower haben, Freunde. Und dafür nochmal Liebe geht ja raus. Vielen Dank dafür. Heftig. Also richtig, richtig heftiger Scheiß. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt richtig gezählt, sind wir bei 9 Giveaways. Das ist ja krank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, T-Shirt. 8, 9. 9 Giveaways in einem Stream, Alter. Wuhuhu. Ey. Also, wie das mit den Giveaways abläuft. Das ist ja krank. Wir stoppen jetzt gleich irgendwann dieses Giveaway, dann kann niemand mehr joinen. Dann werden wir losen. Die Person, die wir gelost hat, muss hier ganz schnell im Chat schreiben, dass sie da ist. Punkt 1. Ansonsten, wenn nicht geschrieben wird, nach einer kurzen Zeit, werden wir es nochmal neu verlosen. Derjenige, der gewonnen hat und auch geantwortet hat, der muss uns danach entweder per Twitch, per PM oder per Facebook, per PM anschreiben. Und zwar brauchen wir eure Adresse. Adresse, das ist wichtig. Bene oder nee, einer von den Moderatoren. Könnt ihr bitte, Brian, du bist doch gerade hier, kannst du bitte aufschreiben, wer was gewonnen hat? Dass wir einfach nochmal den Twitch-Usernamen haben und was er gewonnen hat, weil es ist für uns nachher ganz schwer, das nochmal herauszufinden. Vielen Dank dafür, weil ich habe leider hier nichts zu schreiben. Ich will jetzt nicht auf dem Handy rumtippen. Danke. Genau. Also, wir brauchen dann eure Adresse, dann kriegt ihr es hier ab Montag zugeschickt. Genauso die Gewinner. Wichtig, wir haben hier jetzt. Der dritte Preis ging heute an PKU. PKU eSports e.V. Der zweite Preis, sagen wir erstmal, der dritte Preis ist. Sind so geile Schlüsselarmbändchen hier, aber im eigenen Style. Ihr dürft aussuchen, was auf beiden Seiten draufsteht. Im Teamdesign kriegt ihr 8 Stück von. Das war dritter Preis, geht an PKU e.V. Der zweite Preis geht jetzt an First Seven Esports und das waren 25 Euro. Und der erste Preis, der geht an
OneUp eSports. Und zwar mit 50 Euro und einer Wildcard für unseren nächsten Pay-In-Cup, der ja kommen wird, mit 20 oder 25 Euro. Das heißt, da ist schon einiges dabei. Die Preise klingen jetzt erstmal etwas wenig, aber das war auch ein kostenloser Cup, keine Anmeldegebühr. Das sieht ganz anders aus, wenn wir es mit Anmeldegebühr machen. Also wie gesagt, unser erster Cup bei der PS4 waren 500 Euro, die wir rausgehauen haben, in Geld. Und dann gab es noch Waren dabei. Das war also ziemlich heftig. Ja. So, auch das haben wir geklärt. OneUp, First Seven Esports, ihr kriegt euer Geld auch morgen überwiesen. Wir werden nachher in Discord sprechen, wie es mit den Kontoverbindungen aussieht. Bitte die Admins dieser beiden Teams uns einmal anschreiben. Könnt ihr auch gerne hier in den Channels machen, wo ihr schon seid. Vielen Dank für das Abo bei YouTube. So sieht ein Abo bei YouTube aus. Danke. Ansonsten mit PKO setzen wir uns in Verbindung und mit Horst Hemp Gewerbetechnik wegen den 8 Schlüsselarmbändchen. Super. Das war sozusagen jetzt mal so dieses Organisatorische. Jetzt ist ja hier nochmal viel passiert, es gibt noch ein paar Follows. Wir werden aber die 2050 Follows nicht mehr knacken. Das heißt, es gibt den dritten Gutschein, den wird es wohl nicht geben. Aber 2 25-Euro-Gutscheine ist auch der Hammer. Ich würde sagen, ja. Hier gibt's auch nicht mehr so viel Hashtag Game Catering im Chat. Ich würde sagen, wir stoppen ja die. Ja. Das Gewinnspiel. Somit haben wir vor 3 Minuten, wenn ihr das hört, das Gewinnspiel gestoppt. Aber guck mal hier, was hier einfach abgeht. Wie viele Leute hier teilgenommen haben. Aber die müssen auch hier sein. Das ist richtig heftig, wie viele Leute hier in diesem Gewinnspiel sind. Soll ich noch mal ein bisschen Zeit lassen, bis ich stoppe? Oder sollen wir es jetzt stoppen? Bene, du hast die Macht. Wir können Folgendes machen. Ja. Wir gehen in den 5 Minuten Pausenscreen. Du schreibst vorher da rein. Hier, jetzt nochmal 5 Minuten Zeit, um Follow oder... Was, wir gehen nicht in Pausenscreen, wir gucken uns nochmal das Video vom letzten, vom ersten German Community Cup ab. Es gibt nämlich hier nach dann ein Video, werden wir erstellen, Best-of-Video von diesem Cup. Und wir zeigen euch mal das Video aus der PlayStation-Szene. Ja, Bene geht mal kurz eine rauchen. Und nach diesem Video werden wir die Auslosung stoppen. Also ab jetzt ungefähr in 3 Minuten für euch. Wenn ihr das hört, wird ungefähr wahrscheinlich die Auslosung gestoppt sein. So. Und wir gehen kurz in das Video. Wir sehen uns nach dem Video. Freut euch da drauf. Leute, alter Schwede! Das ist doch mal geil! Ja, sie probiert und sie packt sich so Gaia weg. Ja, und da kriegst du jetzt halt gar nichts. Und mal Gaia versuchen, dich einzupacken und macht sie auch direkt. Also manche Leute ziehen jeden Tag nur frische Unterhose an, du machst es mit dem Cabby. Oh, das Skript hat so gut funktioniert. Und da kommt ein Köpfchen raus, das war's. Entry Break, Junior gegen Owner. Sag erstmal noch nein und sag noch mal nein. Stop it, Break, Jovan. Da hat er Probleme mit Try Hard. Ich weiß nicht, ob er das da irgendwie... Oh, noch einen kann er sich aber in den Claymore regeln. Und er nimmt sich Zeit. Ja, kann er da noch den nächsten holen. Er kann aggressiv reingehen, holt sich Doppelkill. Damit geht die Map wir haben an Jason bei Percular Gaming. Wir haben ein 1 gegen 1. Ja, ich freue mich total. Entschuldigung. Muss aber langsam entschärfen. Guck mal, der kommt raus. Nein! Doppelfrag! Nein! Und das war's! Das war's! Ja. Saphir Esports. Saphir Esports. Halbfinale. Snipes. Snipes und Beast. Oh, da geht der Kontakt, der kriegt ihn weg. Damit haben wir ein 2-1. 2-1. Wir haben ein Spiel. Da ist auch einer. Achtung. Da, und da ist der Kill von Beast. Oh, da hol ich dich weg. Ja, ja, schön. Und da kommt noch der nächste. Doppelfrag dieser Mal ist auch raus. Das war wirklich. Oh! Ich weiß nicht, ob Kanal noch hat er gesehen. Weg vor den Jungs. Schau mal. Die Face das. Ja, hab's doch gesehen. Und holt sich. Guck mal da. Das war's. Das darf dieser Mann hat wohl vorher noch Furious Fontaine. Au! Ja, das ist doch... Opa! Salzstreuer gegen Beast. Grüß dich, mein lieber Ike. Mach dir dann mal die Lichter aus. Und da... Ui, dieser Mann Furious Fontaine. Der Montagne ist aber schon vorne dran. Oh, der kommt. Aber ein schöner Hit. Ja, das ist Frag Reflex. 2-2. Oh, das war ein wichtiger Kill. Nice. Das war ein nices Teil. Ich pack jetzt den Quartal weg. Das ist schon mal wichtig. Da kommt jetzt der nächste Frag. Oh, Salzfeuer-Headshot gegen QB.
Game over. Horizon bei CT eSport ist im Finale. Und somit ist aber auch klar, Silex eSport Alpha ist Platz 3 und hat 60 Euro gewonnen. Ja, oh, den kann er sich immer noch wegpacken. Oh, den packt er sich auch ein. Ja, Frank, wow. Packt auch Tropfen weg. Oh, guck mal den Engel an. Oh, der Riegel. Oh. Sie ist here for the win. Den kann er noch schön ziehen, der Junior. Den Job. Er muss regulieren und er reguliert. Zieht einen weg. Packt einen weg. Wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Finalisten im German Community Cup. Und zwar ist es Horizon bei CT eSports. Das ist rum. German Community Cup, GC Cup ist vorbei. So, und genau so ein Video gibt es dann auch für den Xbox Cup. Wird die Tage, vielleicht die Woche folgen. Es dauert immer ein bisschen Zeit, sowas aufzubauen. Aber okay, wir sind jetzt fertig. Jetzt wird das Gewinnspiel geschlossen, wie wir es euch gesagt haben. Close Giveaway, bumm. Und so. Wir fangen mit dem Kleinsten an. Oh, andersrum. Das Kleinste ist hier. Ein Festivalarmbändchen. Ein Festivalarmbändchen. Von mir getragen. Genau, mit einem schönen Gummibärchen-Tüte. Könnt ihr dann zumachen, ich mach's jetzt nicht zu, sonst krieg ich's nicht mehr ab. Genau. Und dieses Festival-Armbändchen geht an. Pick a winner. Phil 966. Einmal bitte melden, bitte. So, also du musst jetzt schnell in den Chat schreiben. Ist nämlich wichtig. Ich hoffe, die Leute gucken jetzt auch auf dem Chat. Gucken wir mal. Denn das ist jetzt wieder 3 Minuten Verzögerung. Das ist halt immer das Blöde dabei, aber so ist das. Ich hoffe, er wartet nicht nur auf den Ton, sondern ich hoffe, man liest auch im Chat. Oder wollen wir einfach die Nächsten auch noch auslosen? Oder wollen wir die Nächsten einfach auch... Nee, das macht ja keinen Sinn. Weil nicht, dass wir jetzt aber jedes Mal 3 Minuten warten müssen. Ja, aber so eine Minute müssten wir... Ja. Also wichtig, ihr hört es ja jetzt nochmal von uns. Also ihr müsst, wenn wir jetzt gleich das nächste Giveaway auslosen, es ist immens wichtig, dass ihr im Chat jetzt seid und dann sofort bei uns melden, damit wir wissen, dass du auch da bist. Wenn du nämlich nicht da bist, dann ziehen wir einen neuen Winner. Und das wäre halt traurig für dich, weil kriegst du halt nichts. Er ist da, er schreibt schon. Phil, bin super! Hier. Gut, damit Phil, ist das Ding dir? Ja, schreib uns an per Twitch oder per raus. Facebook. So. Das nächste, was rausgeht, ist das Schlüsselarmband Game Catering, Hashtag köstlich. Das halte ich jetzt nicht alles wieder hoch, dass es hier Dings gibt. Ich ziehe einen Gewinner. Gönn dir einen. Und es ist Tino 017374. Let's go, bitte einmal melden hier bei uns in der Kommandantenkabine. So, bitte auch einmal melden. Der Timo 017374. Ich schreibe auch direkt Schlüsselarmband köstlich dazu, damit wir noch wissen, Du bist doch clever. Belastend schreibt der wir haben es doch gelesen, oder? Was? Crumsy, genau. belastend. Ja, Crumsy, vielleicht bist du ja bei einem 5. Oh, gut, ja, schon dabei. Es sind ja 9 Giveaways. Das ja, 9 Giveaways. Das zweite nur, also zweite, genau. Der ist nicht mehr im Stream, schreibt PKU Daluk. Ja, weil die einfach die Dings gucken. Die gucken einfach die Teilnehmer, ob man da ist. Das ist schlau. Meine Teilnehmerliste hat manchmal nicht funktioniert. Wenn er aber nicht mehr im Stream ist, dann... Ich gucke das jetzt selber bei mir mal. Wir haben ja auch so eine Konsole. Wie heißt der? Timo war das, ne? Ja. Sehe ich noch einen Timo im Stream? Ich sehe auch keinen Timo mehr im Stream. Okay, dann pick a new winner. Komm, da sind wir schnell. Ich glaube, dann werden wir einen neuen Gewinner ziehen. Und zwar ist der neue Gewinner dafür, Giveaway, pick a winner, ist Friggs. So, bitte FRKZZ. Belast. Da ist er. Er ist sofort da, er hat sofort Moin geschrieben. Dann geht du das hast da das Festival-Armbändchen gewonnen. GG für dich. So. Nee, nicht Armbändchen. Ach. Du Drogenkind.
Marvin, hi, schreibt er, der war aber nicht gezogen. So, so. Also, zweites Schlüsselband, drittes Giveaway. Genau. Ziehen wir jetzt. Ghost Tetra Pak. Das ist Schlüsselband mit was drauf? We have a game. We have a game. Ich schreib's fast richtig. So, also bitte Ghost Tetra Pak. Schnell, schnell, schnell antworten. Bist du denn dabei? Komm schon. Der Tetra Pak, kennst du den nicht? Mhm. Wer möchte es haben? Tetra Pak noch nicht. Ui. Komm schon! Ui. Tetra Pak. Ah, wir warten, aber da kommt nichts, ne? Und da er auch @ghost geschrieben hat und das aber nicht als so, so schwarz geschrieben ist, ich glaube, er ist auch nicht da, oder? Wir gucken nochmal in. Der ist auch nicht mehr da, schreibt Picker oder Luke. Ich gucke, ob dem so ist, also ob ich das genauso sehe, und wenn das so ist, dann ziehen wir neu. Ghost Tetra Pak. Ich sehe auch kein Ghost Tetra Pak. Okay. Wird neu gezogen. So. Und der Gewinner ist. Das heißt, der Gewinner ist. Bababab, Giveaway. Pigger Winner. Antimaterie. Antimaterie 3. Antimaterie, bitte antworten, bitte schreiben. Ich kann auch direkt mal gucken, ob er hier noch ist. Antimaterie ist, denke ich, noch im Stream. Antimaterie ist, denke ich, noch im Stream. Das ist erst das dritte Giveaway von 9. So, meldet sich Antimaterie. Besser wär's für ihn, besser ist es. Bene ist gut drauf. Bene ist gut drauf. Bene ist richtig, richtig gut drauf. Das ist eine schöne Sache hier. Ah, aber es waren noch geile Matches. Punkt. Mr. Antimaterial, bitte melden Sie sich hier am Schalter. Am Schalter Nummer 3. Antimaterie neu ziehen. Das ist wirklich schade, aber das werden wir, glaube ich, so machen, weil es antwortet niemand. Also wird das nochmal neu gezogen. Okay, leider, leider, leider Gottes. Also. Giveaway, pick a winner. Wir reden von Cosmo2K5. Der ist wirklich immer viel bei uns im Stream. Ja, das freut mich sehr. Der hat das verdient, der Cosi. Das freut mich wirklich Cosimo, sehr. Cosimo. Belassen. Das ist geil. Grumsy schreibt die ganze Zeit belassen. Ich find's super. Ah ja, Grumsy, du musst aber auch wissen, dass ich deine Chance jedes Mal, wenn einer nicht Cosmo das Star. Ding nimmt, damit geht das raus. Schick mir bitte deine Adresse oder hol's dir bei uns persönlich ab, weil du also, kommst aus unserem Ort. Somit gehen wir auf AA-Shox, kann das sein? Freunde, jetzt gehen wir auf die AA-Shox. Und zwar geht jetzt hier raus ein Päckchen Bloody Bros von den Jungs von AA-Shox. Ja, ein schönes kleines Package, gibt noch ein Aufkleberchen dabei und hier so eine clevere Anleitung. Freunde der Sonne, das Ding hat einen Wert, ich glaube, 12 bis 15 Euro, ja. Geht jetzt hier raus an. Dum, 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 dum. Der Hane, bitte melden für AA-Shox. Hauptsache haben wir eine Wildcard, aber es wird sich eh keiner anmelden. Was meinst du, Niporix, mit es wird sich eh keiner anmelden? Wegen dem Pay-In wahrscheinlich. Nur dafür haben wir aber vorhin genug geschrieben. Der Hane ist da. Der Hane hat sich gemeldet. Wunderbar. Das geht an dich raus. Glückwunsch. So, also AA-Shock Nummer 2. Weil es so schön war, the next package. Geht an. Voxister. Ist Voxister noch da? Junge. Jawohl, Lisa! Sofort geantwortet. Geht an dich raus. Bitte schreibt uns alle schön eine PM bei Facebook oder hier auf Twitter. Und AA-Shock Nummer 3 geht an.
DC Ravager. Ah, Antimaterie hat jetzt geschrieben. Ei, Anti, das ist aber schlecht für dich. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber wir haben jetzt schon neu gezogen, weil du dich gemeldet hast. Aber wir wissen jetzt, dass du da bist. Solltest du also nochmal gezogen werden, wissen wir zumindest, dass du jetzt wieder da bist. Ihr kriegt schon Kohle, Sneeporix. So, ihr hättet ja also mit dem Pay-In, wie wir es eigentlich angedacht hatten und wie es bei den anderen Konsolen auch funktioniert, hättet ihr auch viel mehr bekommen. So, also weiter geht's mit. Hatten wir doch schon gezogen, oder? Ja, wir warten auf den Ravenger. Ah, Ravenger hat noch nicht geantwortet. Ah. Einmal Alpha schreibt schon neu ziehen. Okay, ziehen neu. Also wird nochmal neu gezogen und zwar ist das. Blava Pizzi. Ich kann es nicht aussprechen. Also bitte schnell melden. Belastend. Ich glaube, das ist das meistgeschriebene Wort bei uns jetzt im Chat. So, schreibt denn hier der gute Blava Pizzi. Ich habe doch direkt geantwortet. Ja, aber nur auf unsere Stimme hast du direkt geantwortet, aber nicht auf den Chat. Nicht auf den Chat. Wir sind ja 3 Minuten verzögert. Sorry, da hast du zugehört. Ah, schade. Nee, Chat war uns wichtig, weil wir sind ja mal 3 Minuten danach. Was hätte er denn gewonnen? Ein Festivalarmbändchen? Oder was? Da hat er recht, schreibt Sniper Scream Live. Haben wir das denn nicht mitbekommen, dass er geantwortet hat? Dann scroll mal hoch. Ich kann, glaube ich, soweit nicht hochscrollen. Egal, dann machen wir Folgendes. Komm. Antimaterie hat geschrieben. Schick uns einfach deine Adresse. Du kriegst was von uns. Bändchen raus. Komm. Du kriegst was von uns, Antimaterie. Also einfach deine Adresse auch schicken. Ich schreib's nur kurz. So. Somit hat aber immer noch Dings nicht geantwortet, oder? Sehe ich das richtig? Genau, wir warten auf den Ravenger. Ah, nee, hier, bla, Pizza. Ja. Hat aber jetzt schon lange Zeit nicht geantwortet. Ich würde sagen. Ah, doch hier. Glückwunsch, bitte melde dich. Achso. Hat sich aber noch nicht. Check mal, ob er da ist. Hat sich noch nicht gemeldet. BLVA. Ich gucke, ob ich ihn sehe. Aber bei mir sehe ich im Chat nicht mehr. So. Also. Nein, die 3 Minuten. Rechnen wir nicht in der Stimme ein. Ihr seht hier den Chat. Genau. Wir sagen ja auch die ganze Zeit, guckt in den Chat, weil wir können diese 3 Minuten nicht abwarten für jedes Giveaway. Da sind wir 9 mal 3 Minuten, das will doch keiner hier abwarten. Also ich brauche nicht eine halbe Stunde die Giveaways raushauen. Nee. Also, somit geht, das wird neu gezogen. Und es geht immer noch um den AAA-Schock. Und AAA-Schock geht an Records 18. Meld dich bitte. Records 18, bitte einmal melden. Records 18 schreibt. Sehr gut, das geht ja nicht raus. Sehr schön. Ja. So, jetzt geht's an die. Wir haben T-Shirt. Das jetzt hochgesteigert. Ne? Wir haben jetzt 15 Euro gehabt, ungefähr Warenwert. Genau. Jetzt gibt's ein Shirt. Jetzt gibt's also. Das T-Shirt. Ihr dürft die Größe wählen. Wir wählen das Layout. Genau. Und wir gucken noch, was draufkommt. Wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich es hier so ein Löwchen wird. Ne? Und vielleicht hinten auch was Besonderes drauf. Also ja, T-Shirt, da brauchen wir also sozusagen noch eure T-Shirt-Größe und hier euren Zockernamen. Der wäre ganz cool. Vielleicht machen wir damit was. Ja, ja. Irgendwie sowas. Oder Teamnamen, wenn ihr das auch gut findet. Genau. Kein Problem. Einfach uns mal anschreiben, wir quatschen dann. So, also, T-Shirt geht an. Schreibe ich extra nochmal in den Chat. Der nächste, der gezogen wird, ist Marvin! 5321. Bitte schnell schreiben. Bin da! Er hat so schnell geantwortet. Super! Marvin ist sofort da. Jetzt gibt es also noch 2 Gutscheine. 2x25-Euro-Gutscheine. Ihr dürft euch aussuchen, ob Amazon, Xbox oder PSN. Das dürft ihr euch aussuchen. Somit der Gutschein. Ich schreibe es auch gerade hin. 25-Euro-Gutschein. Number one ist oder geht an
Donnerkalle. Also bisher gab es nicht einen doppelt. Das ist ganz cool, also wirklich. Ja, ist ja gut so. Donnerkalle bekommt den 25-Euro-Gutschein Nummer 1. Ist Donnerkalle da? Donnerkalle ist da. Glückwunsch. Schreib uns also an. Da brauchen wir nicht deine Adresse. Das schicken wir per Nachricht direkt. Aber wir brauchen, du musst halt uns nur schreiben, Amazon, Xbox oder PSN. Das darfst du dir aussuchen. Somit geht jetzt der Gutschein Nummer 2 wird jetzt verlost. Ey, schreibt uns nicht hier in dem Chat an, Leute. Schreibt uns bitte per Flüsternachricht an oder genau. Auf Facebook. Und der zweite Gutschein, also unser letztes Giveaway, geht an. Atriox DVG. Ist Atriox hier im Chat? Bin da. Ist da. Atriox ist auch da. Okay, dann herzlichen Also schreibt uns an. Ihr kleinen Mümmelmäuse. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wir sind mit allem durch. Wir haben 9 Giveaways rausgehauen. Der GC Cup auf der Xbox, der erste, der ist fertig. Wir werden die kommende Woche aber den nächsten ankündigen für, keine Ahnung, in 1 oder 2 Monaten. Wir lassen uns da ein bisschen Zeit, weil im nächsten Monat kommt dann auch der PC Cup. Und nee, der ist auch im übernächsten Monat, ne? Gucken wir mal, wie wir das alles machen. Aber ich glaube, bei der Xbox ist der GC Cup angekommen. Wir beide hoffen, dass er euch richtig viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, das war gut. Wir haben für die Teams, die mitgemacht haben, es gibt einen Feedback-Channel im Discord. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns was schreibt. Natürlich kann das auch was Negatives sein, wenn ihr gesagt habt, oh, das hat uns nicht gefallen, Mapbahn hat uns nicht gefallen, das haben wir schon ein paar Mal gehört, den finden wir halt besonders gut, aber das ist in Ordnung. Schreibt uns alles, wir können uns nur verbessern, wenn ihr uns sagt, was nicht gepasst hat. Aber wir freuen uns natürlich auch genauso, wenn ihr uns sagt, was ihr richtig gut gefunden habt, weil wir einfach wissen, was dann vielleicht die Stärken sind zu anderen Cups, wo wir unbedingt Wert drauf legen müssen, was wir zum Beispiel nicht verändern dürfen. Ne, also es gibt ja auch Sachen, die man einfach dann nicht verändern sollte. Wir wissen einfach nur nicht, dass ihr so gut findet. Und ansonsten, es war ein geiler Scheiß. Es hat uns richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für die vielen Zuschauer. Vielen Dank an die vielen geilen Teams. Es war richtig geil. An alle Gewinner, vergesst nicht, uns zu schreiben. Denn nur wenn ihr auf uns, ihr könnt nur auf uns zukommen. Ihr müsst uns eine PM in Twitch oder eine PM bei Facebook schicken. Dann können wir euch die Sachen zuschicken. Ja. Wenn das Hälfte machen, ich 15, du 10. Das ist gut. Und ansonsten, ja, German Community Cup auf der Xbox ist aus. Es ist passiert. Es ist passiert. Wieder passiert. Das Video wird schnell hochgeladen bei YouTube. Das Problem ist ja, kennt ihr, wenn ihr so Kinder habt, ne? Dann ruft ihr die ins Leben und dann sind die so aktiv. Das ist dann, wenn das Spiel so beginnt. Und wenn er dann vorbei ist, dann ist man ein bisschen traurig. Und ich bin immer ein bisschen wehleidig, nachdem so ein Cup vorbei ist. Weißt du, wie ich meine? Oh, okay. Ich habe mich gerade gefragt, was hier... So, ja. Auf jeden Fall. Schön, dass es alles so funktioniert hat. Wir freuen uns sehr auf den nächsten Cup. Wir freuen uns sehr. Ich denke, Raptor the Chief und Dark Genius haben sich sofort angemeldet, dass sie sofort wieder dabei wären. Und wir wollen euch auch unbedingt wieder dabei haben. Das war richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und ansonsten... Ja, auf jeden Fall gehen ansonsten Küsschen auf eure Nüsschen raus. Wir haben Spaß gehabt. Ich bin Bene, das ist Andi. Zusammen sind wir Game Catering. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns die Woche. Haut ihr rein. Ciao.